Herzlich willkommen hier nicht mehr aus Bohnenhausen, sondern aus dem Klimansland Ich hatte es mir noch nicht zurechtgelegt. Wie ihr leider seht, war Uke verhindert. Das heißt, ich weiß nicht, welche Kamera. War Uke leider verhindert. Ich muss leider für ihn einspringen. Das heißt aber nicht, dass er nächste Runde nicht wieder mit dabei ist. Ich mache das nur aushilfsweise. Nicht erschrecken und nicht traurig sein. Er kommt wieder zurück. Wir spielen heute wieder Werwolf und haben sehr, sehr viele neue Gesichter da, die sich einmal selbst vorstellen. Angefangen bei dir. Hallo, ich bin Steven. Muss ich mich mehr vorstellen? Nee, wir haben dich ja eben schon gesehen im Chat. Ah, okay, gut, ja gut. Da erkennt ihr ihn vielleicht. Ja, ich bin Joel und hier im Klimansland, vom Klimansland. Schön. Das ist Fabian, der sagt nichts scheinbar. Gregor ist da. Ich habe auf die Kamera gewartet. Du bist zu professionell. Nasti ist dabei. Vanessa. Ein neues Gesicht. Vanessa ist dabei. Flo, Rick ist dabei aus dem Chatwell, Anna aus dem Chatwell und Simon ist dabei. Und vielleicht gibt es ja welche, die zum ersten Mal zuschauen. Und dem wollen wir jetzt erstmal erklären, wie das alles hier funktioniert. Und da haben wir eine kleine Matz. Wir spielen heute wieder Werwolf. Dabei sind wieder ein unglaublich gut aussehender Spielleiter und 10 heitere Spieler. In Runde 1 des Spiels wird jedem Spieler per Karte eine von 4 Rollen zugewiesen. Da gibt es zum Beispiel die Werwölfe. Jede Runde töten sie einen der Dorfbewohner. Dann gibt es noch die Hexe. Die besitzt einen Heiltrank und einen Giftzauber, die sie beide einmalig einsetzen kann, um einen Spieler zu retten oder eben zu töten. Der Seher kann niemanden retten. Allerdings darf er in jeder Runde vom Spielleiter erfahren, ob eine, vorher von ihm ausgewählte Person, ein Werwolf ist oder nicht. Und dann gibt es natürlich noch die friedlichen Dorfbewohner. Sind alle Rollen verteilt, führt uns der Spielleiter in das Abenteuer und leitet durch Tag- und Nachtphasen, die wir für euch kennzeichnen. Nachts schließen alle Bewohner die Augen. Es ertönt ein Signal, sodass ihr, falls ihr denn möchtet, alle Aktivitäten mitbekommt. Nacheinander weckt der Spielleiter die verschiedenen Spieler, die ihre Augen öffnen und ihrer Rolle nachgehen. In der Tagrunde entgegen versuchen die Bürger, den Werwölfen auf die Schliche zu kommen. Sie diskutieren, streiten und bestimmen über eine Person, die die Dämmerung heute nicht erleben wird. Ihr habt dieses Mal durch den Chat keine Stimme, dürft aber mit eurem Voting mit Ausrufezeichen BOR entscheiden, wer diese Runde am besten gespielt hat. Diese Person ist in der nächsten Runde der Bürgermeister und hat bei einem Unentschieden die Entscheidungsgewalt. Das Spiel endet, sobald alle Werwölfe erwischt oder alle Dorfbewohner gestorben sind. Jede Runde wird vom Spielleiter eine neue Rolle eingeführt, die statt eines normalen Bewohners im Dorf einzieht. Und nun, viel Spaß! So, ich hoffe, ihr habt alles es verstanden. Gibt es noch Fragen? Vorher. Sonst will ich jetzt schon mal die Rollen verteilen. Ja? Ich darf nur einmal jemanden töten und einmal jemanden wiederbeleben? Genau. Beides darf sie einmal. Ah, okay. Beides also einmal. Beides, wenn ich Hexe bin, darf ich auf jeden Fall jemanden wiederbeleben und dann wieder töten? Wenn darfst du auch machen. Ja. Geil. Nice. So, ich verteile mal eure Karten hier. Das ist eure Rolle. Ich kann die auch einfach weiter durchgeben. Hier, gib mal durch, aber unten am Boden. Oh, das ist meine Karte? Das ist deine Karte. Okay. Darf ich mir die angucken? Die solltet ihr angucken und auch merken am besten. Und, einmal durchgeben. Nee, scheinbar nicht. Jetzt müsste eigentlich jeder eine Karte haben. Das ist mein Wasser hier. Ins Wasser gelegt, ne? Wissen wir nächstes Mal, für die nasse Karte ist auf jeden Fall, dass es nass hier ist. Wieso? Weißt du jetzt schon was? Nee. Ja, ich weiß schon, was essen wollte. Warum? Nee, ey, müssen wir nochmal neu verteilen oder ist es Blödsinn gewesen? Nee, das ist einfach, das ist Intuition, das ist meine männliche Intuition. Er will nur, dass ich gehängt werde. Ja, das ist, ja, das hast du. Meine Stimme hast du. Danke. Bevor ihr jetzt gleich einschlaft, wäre es schön, wenn ihr vorher noch einen Bürgermeister wählen würdet und ein bisschen diskutiert. Vielleicht schlagt ihr jemanden vor und wählt einen
Du willst. Ich stimme dagegen. Ich bin für Joel, weil er aus dem Klimazentrum. Oh, das macht Sinn. Ja. Ich finde es gut. Ich finde es eine gute Idee. Ja, macht Sinn. Das finde ich gut. Ja. Gibt es vielleicht noch jemanden anderes, der sich aufstellen will? Würde ich aufstellen lassen? Ja. Okay. Die Chancen sind, ich will entscheiden, wer stimmt und wer nicht. Rick und Joel. Gibt es noch jemanden, der sich aufstellen lassen möchte? Sonst würde ich zwischen den beiden voten lassen. Okay. Dann einmal, wer ist für Rick? Nur Simon. Wer ist für Joel? Okay, so ziemlich alle anderen. Ich glaube, das eindeutig jetzt ist leider Bürgermeister Helm. Wir haben heute als Zeichen des Bürgermeisters, gibt es heute diesen wunderschönen Helm. Den musst du aber nicht aufsetzen. Der ist ein bisschen unbequem. Du kannst auch einfach den vorlegen. Der Bürgermeister hat im Zweifel, also wenn es irgendwo unentschieden steht, hast du dann die Entscheidungsgewalt und könntest sagen, alles klar, zwischen Fabio und Gregor, entscheide sich. Warum? Ich bin für Gregor, der stirbt. Ah, das war, was, warum? Weil du ein Wolf bist. Ich hätte sagen müssen, ich bin für Gregor und dann den Satz beenden können. Okay, ja. So, und dann würde ich sagen, kommen wir schon zur ersten Nacht. Das Dorf schläft langsam ein, alle gehen schnell nach Hause und es erwachen die Werwölfe. Sie schauen sich einmal an, wissen Bescheid, wer ist Werwolf, und sie einigen sich jetzt auf einen, der gefressen werden möchte. Die Werwölfe haben sich entschieden und schlafen wieder ein und haben vielleicht gleich gegessen, man weiß es noch nicht. Denn als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe könnte jetzt jemanden retten. Und die Hexe könnte auch noch jemanden töten. Und auch die Hexe schläft wieder ein und der Seher erwacht. Der Seher kann jetzt gucken, ob er kann jetzt aber eine Person zeigen, von dem er möchte oder wissen möchte, ob er gut oder böse ist. Und der Seher weiß Bescheid und schläft wieder ein und das ganze Dorf erwacht. Und niemand ist gestorben. Okay. Wow. Wow. Und jetzt müsstet ihr diskutieren, wen also niemand ihr ist gestorben. Töten möchtet. Erhängen. So. Niemand ist gestorben, wir müssen niemanden töten. Ihr müsst aber trotzdem jemanden hängen. Ihr wisst, dass Werwölfe in der Stadt sind und ihr wollt sie tot sehen. Es ist niemand gestorben, weil die Wölfe haben ja einen ausgewählt. Oder eine, und dann hat die Hexe den oder die gerettet, ja? Richtig, so wird es gewesen sein. Okay. Achso, wir dürfen das nicht genau wissen. Ja, es wird ja so gewesen sein, ja. Es wurde ja, einer, ja. Ne? Es geht gar nicht anders. Aber die Werwölfe hatten einfach keinen Bock. Ja, das kann auch sein. Nee, das geht nicht. Die Werwölfe haben immer Bock auf Essen. Und sie sind jetzt auch ein bisschen sauer und traurig schon, weil sie nichts essen konnten, glaube ich. Ja, jetzt müsst ihr euch leider entscheiden und diskutieren, wen ihr erhängen wollt. Das ist ein bisschen schwierig natürlich jetzt. Der erste Tag ist sowieso furchtbar und jetzt haben wir nicht mal irgendeine Info. Ihr habt keine Info, aber einer muss leider sterben, oder eine? Alle machen Schnickschnack. Ja, nee, das hatten wir gerade eben schon. Das ist eine gute Idee. Wie viel sind wir? 10. 10, okay. Der erste. Steven. Ich bin dafür. Ich wusste, auf dich kann ich bauen. Komm. Kannst du mich nicht raus? Nein, Mann, Partnerlook. Ja, Partnerlook. Aber der trägt das gleiche wie du. Ja, das geht doch nicht. Wieso nicht? Wir sehen das nicht so. Der kopiert das Style. Ja. Aber was? Danke, das ist total nett von dir, dass du auch noch ehrlich bist. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass sie kein Wolf ist. Werwolf meine ich. Aber vielleicht bist du ja einfach. Ja, Werwölfe sind nicht ehrlich. Das ist nur Theorie. Du weit kommen. Ja. Aber ich meine, wenn alle sich sonst enthalten, 2-0. Nein, du bist der erste Vorschlag. Du bist jetzt hier für den Ring. Ja, Ring finde ich ist total, also sehr suspicious, dass er mich sofort einfach... Was ist daran suspicious? Dass ich dich tot sehen will. Verdächtig, danke schön. Verdächtig. Ich würde dich selbst umbringen, wenn ich 100% wüsste, dass du nicht ein Werwolf bist. Wir haben TTT zusammengespielt. Ja, das ist richtig. Wie lösen wir das Problemchen?
Ja, gibt es noch einen Vorschlag? Außer gibt es noch einen anderen? Außer wir haben zwei Vorschläge. Können wir das Ding nicht einfach lösen, indem wir beide umbringen? Nein, nein, Der Bürgermeister noch nicht. Ja, vielleicht sollte der Bürgermeister mal ein Wort ergreifen und mal eine Meinung kundtun, denn schließlich ist er ja der Bürgermeister. Gibt es im Klimansland eine Möglichkeit, wie man Sachen auslost? Die Echse vielleicht. Oh Gott. Natürlich auch noch eine rothaarige Person. Am Anfang vor der Runde schon gesagt, dass er irgendwie... Werwölfe sind nicht rothaarig. Ja, was ihr sicher. Und ihr kennt euch ja. Genau, wir kennen uns schon ziemlich lange. Und ich, ja, und wir wollen uns gegenseitig tot sehen, also es zählt nicht. Aber diesmal habe ich Simon auf meiner Seite. Und ich wollte eigentlich nur irgendjemanden nominieren, damit es mal losgeht hier. Also nichts Persönliches. Ich habe ja keine Informationen. Du bist ja der Erste, den ich angucke. Weißt du, wie die Regeln sind? Einer muss sterben. Also wollt ihr, dass die Nummer 1 einfach stirbt, ja? Steven, du musst jetzt auf jemand anderen zeigen und sagen, der muss es aber sein, weinen. Und dann lügst du irgendeinen Scheiß. Ja. Ach so, du darfst nicht so ehrlich hier einfach in den Tod gehen. Das, so macht es keinen Spaß. Ich möchte bitte Simon... Ach komm! Du hast mich vorgeschlagen. Ich finde, es ist schon berechtigt, dass ich jetzt dich vorschlage. Ja, so kommen wir nicht weiter. Wir haben nur einen, der... Aber jetzt haben wir schon drei Verdächtige dadurch. Und es ist nicht verdächtig, dass ich zwei Verdächtige habe. Sag doch, ich habe von da gehört, ganz eindeutig. Da waren Geräusche. In der Nacht. Ich glaube, nicht wieder ein Geräuschenbild. Du hast die Gewalt. Gibt es. Wenn jetzt schon drei irgendwie verdächtig sind, dann. Wer ist denn jetzt verdächtig? Simon? Ich nicht. Okay, dann Rick und Steven? Wir können ja zwischen uns dreien abstimmen, dann einfach jetzt. Ja, genau. Genau. Du willst selber weniger. Wir fangen mal an. Wer ist dafür, dass Simon von uns geht? Nur Flo. Ich wollte einfach höflich sein, wir haben hier Gäste und ihr wollt gleich die Gäste töten. Simon hat sich das gemerkt. Dann haben wir einmal Rick. Wer ist dafür, dass er stirbt? Wir waren sicher nicht. Fünf Leute. Ich glaube, man kann sich das. Rick ist mir ein bisschen unangenehm. Ich weiß auch nicht warum. Wer ist für Steven? Eins, zwei, drei. Nein. Und damit ist leider nächste Runde klar. Dass du leider die Runde schon erwähnt, dass ich ein Dorfbewohner bin, also ich bin auf eurer Seite. Der Werwolf wird dich holen. Bleib noch ein bisschen sitzen, er setzt sich noch eine Maske auf. Muss ich meine Karte mitnehmen oder wird die aufgenommen? Er glättet noch sein Fell. Also erfahren wir jetzt, ob er was Böses war oder was Gutes? Das erfährst du gleich am Ende. Ich weiß doch alles, klar. Ach so, ja. Ich lasse die Augen auf einfach nach. Der guckt ja. Die Schummel guckt ja einfach. Trägst du mich? Lass dich reißen. Fauler Wolf, Alter. Wo ist der Geigen? Ist der Geigen jetzt hinter der Kamera? Der Geigen ist hinter der Kamera. Du hast deine Schmerzensschrei gleich hören. Oh! Der Werwolf erschießt. So, und damit sind wir schon eine Person weniger. Ist das nicht schön? Fühlt sich jetzt schöner, besser, wenn er nicht mehr da ist? Und jetzt gucken wir mal, ob er eine gute Person oder eine böse Person war. War doch klar, es war eine gute Person. Oh, mein Schwund ist immer, man kann es doch nicht wollen. Du zeigst nicht mal Reue. Du hast einen unbescheidenen Bürger getötet. Du mich hier einfach reingeholt hast in die ganze Scheiße. Ich hab ganz schlechtes Karma. Nichts hab ich gemacht. So, und es wird langsam wieder Nacht. Ihr habt da ganz müde geschlafen. Und dann öffnen die Werwölfe die Augen. Sie haben jetzt richtig Hunger, denn sie konnten die letzte Nacht nicht essen. Sie sind sich nicht ganz einig, wer gegessen werden soll. Sie haben sich dann doch einigen können und schlafen langsam wieder ein in ihren Werwolfschlaf. Dann erwacht die Hexe. Sie hat natürlich schon jemanden gerettet, könnte aber jetzt noch jemanden töten, wenn sie denn möchte. Der Seher hat sich entschieden, nicht die Seher, Entschuldigung, die Hexe hat sich entschieden und schläft langsam wieder ein. Und jetzt erwacht der Seher und kann auf eine Person zeigen, von dem sie gerne wüsste, ob das ein guter oder ein böser ist. Der Seher weiß jetzt Bescheid und schläft auch wieder ein. Und damit erwacht jetzt wieder das ganze Dorf.
und freut sich, dass der Werwolf oder die Werwölfe jemanden holen und essen können. Da kommt er schon. Nein, da kommt er. Oh, er schnüffelt. Oh. Wen wird er sich greifen? Oh. Wer wird es sein? Oh Mann! Oh. Das ist aber sehr merkwürdig, dass ich jetzt geholt werde. Nimm den Hinweis. Das wäre auch meine Wahl gewesen. Ja, Florian ist von uns gegangen. Und natürlich holen die Werwölfe einen guten. Und deswegen ist Florians Seele natürlich ein guter. Verdammt. Ja, klar. Ja, dann bitte ich zur Diskussion. Simon. Diskussion. Simon. Macht's ruhig. Na, ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ich habe ein reines Gewissen. Und ich werde jetzt auch keinen anderen anschuldigen, weil das, ich habe ja schon einen getötet. Ich habe meinen Soll erfüllt. Wir nehmen euch bei euch Blut befleckend. Moment, heißt das dann, du warst die Hexe, wenn du schon einen getötet hast? Ich war vielleicht... Oder ein Wolf. Die Hexe hätte mich nicht getötet. Vielleicht war ich der Seher, vielleicht war ich der Seher-Krieger. Aber kann der Seher jemanden töten? Nein, aber der Seher sieht vielleicht, dass du ein Wolf bist. So sollte er das sehen. Das macht doch der Seher, oder? Das ist ein Job. Ja, ich stelle mich gern zur Wahl, aber ich bin es nicht. So vertraut mir doch. Ich bin einer von euch. Habe ich dir nicht ein Laib Brot gegeben, als du nichts hattest für die Suppe? Das stimmt. Siehst du sogar. Jonas sagt das. Herr Bürgermeister. Ja, das habe ich auch gesehen. War denn irgendwas mit Flo in letzter Runde? Das frage ich auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, dass ich derjenige bin, der Flo jetzt irgendwie genommen hätte, weil wir es nicht gekabbelt hatten. Oh. Aber ich habe nichts damit zu tun, wirklich, überhaupt nicht. Ich habe allerdings, das kann ich wirklich, ich saß hier drüben und ich habe eine Wackelung des Untergrunds gespürt. Ich weiß aber nicht genau, wo es herkam, aber es muss auch von diesem Brett stammen, was bis hier hingeht. Ja, also sorry, das kam von meinem fetten Hintern. Nee, aber vielleicht warst du es, vielleicht war es auch Flo, ich weiß es nicht. Aber irgendjemand hat sich bewegt und dabei hat es gewackelt, was auch immer das bedeutet. Okay, also ist natürlich schwierig. Also mein erster Instinkt wäre gewesen, du hast ja natürlich sehr vehement darauf bestanden. Das sieht natürlich sehr verdächtig aus. Er würde eine unschuldige Seele töten. Ja, aber eigentlich bist du noch einmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Mhm. Jetzt wärst du eigentlich auch dran. Ach so, aha. Ich finde es tatsächlich sehr auffällig. Hast du mich wiederbelebt? Dass er die ganze Zeit Leute beschuldigt. Ja, Gregor ist wie die ganze Zeit? Warte mal. Ja, davor auch schon. Ich bin Ausländer. Ich diskutiere hier, das ist doch der Sinn der Sache. Ja, ich will Gespräch hier anbringen, ansonsten sitzen wir nur hier und schweigen uns an die ganze Zeit. Aber wenn du weißt, dass ich verschont wurde, musst du ja die Hexe sein. Ich muss die Hexe sein. Wenn du weißt, dass ich verschont wurde? Nee, ich meine nur, du wurdest verschont in der ersten Runde, weil du wurdest von allen nicht als potenzieller Wolf gewählt. Ach so, okay, weil es klang gerade so von wegen, ich wurde verschont von der... Aber was hat er uns denn jetzt für einen Anlass gegeben, dass wir jetzt denken, dass er schuldig ist? Er war cool, er war fast tot beim ersten Mal, er hat leid sein können. Er steht auf der Liste, also ja. Kann man schon mal sagen. Stehen wir nicht alle auf der Liste? Er ist almost wanted. Ja? Ja, ihr müsst was ist eigentlich mit Fabian? Also von dem höre ich nichts. Stimmt, das ist verhältnismäßig ruhig. Du bist normalerweise gar nichts aus dem Spiel rauslesen bisher. Ja, wenn ihr auch schon mal Pen und Paper gesehen habt, ich will nicht sagen, ne, aber da spielt Fabian auch einen Wolf. Das reicht mir. Das ist cool. Nein, Quatsch, ich bin hier unparteiisch. Das war nur ein kleiner Gag. Nassi hat auch noch nichts gesagt. Doch, ich hab schon. Ich hab was mit wegen Flo gefragt. Aber stimmt, wer ist denn, wir können ja uns überlegen, wer ist der ruhigste oder die ruhigste? Und aus denen auslosen. Ja, es ist immer am Anfang, es ist mega schwer, wenn neue dabei sind, die einzuschätzen. Tatsächlich. Stimmt. Weil man überhaupt nicht weiß, wie die ticken und was sie machen. Und wenn jemand eine gewisse Rolle hat, was sie tun und wie sie sich verhalten. Das ist es eigentlich. Ich versuche gerade alle zu lesen. Ich merke schon. Haltet. Ich fühle mich gelesen. So, ja, jetzt müsst ihr euch langsam entscheiden. Ja, damit voranschließe ich mich Gregor an und nominiere dich. Oh Gott. Ich nominiere Gregor. Warum? Ja. Einfach so. Und ich nominiere irgendjemanden, der auch mit hier auf diesem Holz saß. Ja, das ist wahrscheinlich. Du bist tatsächlich, ich nominiere dich, weil, wie gesagt, irgendwas mal mit dem Holz, wie wenn jemand zeigt. Ich verteidigt und du stichst mir mit dem Messer in den Rücken? Dann nominiere ich noch Fabian. Ich hau dir eher mit dem Holz. Jetzt hat jeder jemand anders, dann machen wir die allzu gute Fingertaktik. Oh mein. Bei drei.
ich zähle bis drei runter. Mexican Stand. Oh Gott. Und dann fällt irgendwas um. Oh, ich zähle bis drei runter und dann zeigt ihr einfach auf die Leute, auf die Person, die ihr nominieren wollt. Einen Finger. Und dann zählen wir mal durch. Okay. Okay. 3, 2, 1, los! Wow, okay. Du hast. Wo auf ihn zeigst du? Zwei auf Anna. Gregor. Auf Gregor sind drei Finger. Wo? Nee. Oder? Nee. Eins, zwei. Nee. Du bist bei Fabian schon. Ja, drei, ja. Ein Finger auf Gregor. Zwei. Du zeigst auf Fabian? Nee, Gregor. Auf Gregor. Okay, zwei Finger auf Gregor, das ist schon mal raus. Ihr zeigt alle auf. Auf mich, auf glaube ich. Ja. Drei. Drei, ne? Mhm. Okay, dann haben wir jetzt ein Stechen zwischen. Okay, zwischen Fabian. Was? Nee, auf mich. Nee, nee, auf Fabian ist das ist alles schwierig. Nee, wer muss das Stechen? Ich glaube, ich bin du raus. Du bist raus, drei, ne? Okay. Er macht einen großen Fehler. Raus mit ihm. Wir werden das gleich erfahren. Macht er, wenn ich überholt oder was? Ihr wisst überholt, ja. Ja, warte. Nicht Selbstmord. Okay, so, das ist ja schön erklärt. Bald haben wir sie weg, die Space. Jetzt nicht oder? Nein, bleib sitzen. Du bist geholt vom Werwolf. Oh, okay, tut mir leid. Allerdings muss der Werwolf natürlich noch ein bisschen seine Wunden lecken. Oh, da ist sie ja. Oh, ah! Der Schnitt. Ah! Pass bloß auf mit dem Ding, das sieht sehr gefährlich aus. Ah! Ja, ich aber du bist schon ja eh schon tot. Das ist ja dann egal. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? Wollen wir mal gucken, ob Steven ein guter oder ein böser war? Er war auch ein Oh shit. Oh. Ah, keine gute Quote bisher. Keine gute Quote. Alle, die ihr geholt habt, waren gut. Raten war keine gute Methode, oder? Nee. Ja, und damit wird es schon wieder Nacht im Kliemannsdörfchen. Und die Werwölfe wachen mal wieder auf. Und die Werwölfe suchen sich ihr nächstes Opfer aus. Und die Werwölfe haben ein Opfer gefunden. Und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe kann natürlich immer noch niemanden mehr heilen, aber könnte noch jemanden töten, wenn sie denn wollte. Alles klar, die Hexe hat sich entschieden und schläft wieder ein. Und nun erwacht auch der Seher noch einmal und zeigt auf eine Person, und der Seher weiß auch Bescheid und schläft wieder ein. Und damit wird es auch schon wieder Nacht, hell, Tag, was ist denn? Tag wird es. Oh, im Klimastorf. Oh, und der Werwolf zieht rum. Und der Werwolf hat hoffentlich gut aufgepasst. Oh, shit. Oh, der Werwolf. Oh nein. Auch ein dickes Schwatz. Oh nein. Oh nein, er kommt auf mich. Oh. Zu gestopft. Oh, oh. Sehr gut. Nein. Was, beide? Nein. Oh. Was? Idiot. Und hier den Simon. Ich kann verstehen, dass er. War es jetzt ernsthaft? Ja. Wie? Weil der das sagt? Tut mir leid. Ihr seid beide leider rausgewählt worden. Anna! Und eventuell. Okay. Von jemandem getötet worden. Und jetzt gucken wir doch mal auf den Bildschirm, was da vor uns gegangen ist. Einer war gut. Und der zweite war auch gut. Shit. Und damit ist es schon soweit, dass die Werwölfe Überzahl sind und damit schon gewonnen haben. Weiß. Warte, echt? Darf ich es vorher auflösen? Du könntest es auflösen. Ihr drei seid wer. Du musst vorher mal dich melden. Ja. Au. Ich wollte ja. Au. Ja, die Werwölfe haben gewonnen. Ich bin nicht überzeugt genug, anscheinend. Ja. Bürgermeister Werwolf sein. Ja. Simon, ich hab dich nicht getötet. Ich war der Seher. Ah, ich wusste, dass du gut bist. Ja, die Werwolf haben gewonnen. Geil, ne?
Ja, zu null. Was für die zu null, ja. Ja. Wieso zu null? Das heißt hier bei uns. Ja, es sind nur so gute Leute gestorben. Ja. Es ist der Vorteil, wenn der Bürgermeister auch der Werwolf ist. Oh, jetzt? Okay. Na? Ja, der Bürgermeister der Werwolf. Ich bin wieder am Leben. Wenn wow, ein Wunder! Ja. Ja. Wir besprechen die Runde gleich und gehen mal ganz schnell in die Werbung. Bis au! Gleich. Au! Au! Herzlich willkommen zurück bei Werwolf auf dem Klimansland. Wir müssen jetzt noch mal ganz schnell wählen, wer der Bürgermeister wird in der nächsten Runde. Und zwar ist es die Person, die am besten gespielt hat. Die könnt ihr jetzt abstimmen, da seht ihr das hier am Rand. Das war wahrscheinlich Gregor, könnt ihr schon mal hier, wo ist denn der? Da. Da könnt ihr Gregor stimmen und der wird dann der Bürgermeister. Gregor, ich will Bürgermeister sein. Kannst auch gerne. Wir Macht haben. Ist aber sofort weg gewesen, deswegen ist es schwierig, glaube ich. Ja, ja, wir wären übrigens gerne draußen gewesen und nicht in der Scheune, aber es regnet und gewittert in Strömen und in Blitzen. Ich finde, das ist aber eine schöne Stimmung für uns. Ja. Es ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Stimmung hier an einem Fake-Lagerfeuer. Wir durften leider kein echtes hier machen, scheinbar. Also wir haben eine echte Lagerfeuerstelle. Aber die ist leider verregnet. Ja. Ja, und was ich jetzt sagen wollte, wir machen jetzt weiter und zwar mit einer neuen Figur. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Es ist natürlich eine, die ihr schon kennt. Runde 2. In dieser Runde wird ein Dorfbewohner durch den Jäger ersetzt. Der Jäger kann kurz vor seinem Tod noch einmal auf eine Person zeigen, die er mit ins Jenseits nimmt. Er muss aber nicht. Kannst du ja, mal sagen? Das ist dein Ding, ne? Einfach Feuer. Wenn ihr die gerade zieht und dann stirbt, dann könnt ihr noch jemanden mit in den Tod reißen und nochmal so geil so auf ihn zielen und schießen. Genau. Am Tag ist das dann aber, ne? Das ist dann irgendwann. Ach so. Also ihr stirbt ja immer am Tag. Ja, ja, ja. So, und dann wollen wir mal gucken, wer Bürgermeister geworden ist. Ist die Wahl denn schon fertig? Scheinbar nicht. Ich gebe dir noch ein bisschen. Ja, Gregor, willst du gerne Bürgermeister? Du kannst ja vielleicht mal sagen, nein, warum du gerne Simon tatsächlich. What? Simon? Simon kriegt den Bürgermeister hin. Unverdient, aber das haben ja die meisten Bürgermeister. Ja. Ist der Vater nicht auch Bürgermeister? Ist der Vater nicht Bürgermeister? Der Vater ist doch Bürgermeister, oder? Ja, deswegen sage ich das aus der Farbe. Vetternwirtschaft. Vetternwirtschaft. Alles klar, und ich gebe jetzt mal die neuen Karten rum. Also der Jäger ist jetzt dabei. Nicht erschrecken, wenn ihr den bekommt. Einmal weitergeben. Danke. Ja. Spannend. Guck mich auch diesmal nicht an, Rick. Oh. Hör auf zu hm. Ich bin ein Dorf, das macht dich Minecraft. Warte mal. Oh, sieht man nicht schön aus. Alter, die Glöckner von Notre Dame. Du Arschloch. Die hatte gar nicht so einen Helm. Nee, der hatte keinen Helm. Du einfach alles sagen, wer wir sind. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wäre einfach, ja. Nein, ja. Aber ihr merkt gerade, dass ihr sehr, sehr müde werdet. Oh. Und langsam einschlaft. Mm. Es ist Nacht im Dorfe Klimansland. Und die Werwölfe haben Hunger und öffnen langsam die Augen. Sie schauen sich an und zeigen auf eine Person, die getötet werden soll. Sie haben sich entschieden und schlummern wieder ein und freuen sich schon mal auf das Mahl. Als zweites erwacht die Hexe. Sie wacht auf und erfährt, wer getötet werden soll. Und kann sich entscheiden, ob er sterben soll oder nicht. Und er darf natürlich noch jemanden töten, zusätzlich. Er also.
Ja, oder sie, ja, die. Ach, ihr seid scheiße. Spitzfindig würde ich jetzt nennen. Als nächstes. Die der Hexe schläft wieder ein. Als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher zeigt auf eine Person, von der er wissen möchte, ob sie gut oder böse ist. Und der Seher schläft auch wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Und wer wird zum Meer? Du hast mich schon wieder so angeguckt. Hab ich am ersten Tag gemacht, ne? Hi. Oh, hat ein neues Outfit. Oh. Diese hat den neuen. Sexy, der war. Will mich dazu. Sehr hip. Och nein, oh nö, komm nicht auch noch mit dem Schlong. Echt? Ich bin euer Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister ist. Ich habe euch die Straßen gebaut und den Brunnen habe ich. Der Bürgermeister darf aber noch den Helm an eine vertrauenswürdige Person weitergeben. Das wird hier heute vererbt. Aber es kommt gleich noch was. Eine Sekunde, ich muss den Helm erst ablegen. Sehr gut. Meine Rache wird euch treffen. Ich gucke euch nun allen ins Gebälk. Und dann werde ich entscheiden, wen ich mitnehme. Den Gregor. Was? Peng. Warum? Denn ich bin der Jäger und ich gehe. Lass doch deinen Helm hier und gib ihn einer Person, der du vertraust. Matrix. Und Gregor wird auch geschnappt. Oh nein. Oh, ich werde mitgenommen. Oh, ja, jetzt wir wissen natürlich schon, dass Simon der Jäger war, eine gute Seele. Aber was war Gregor? Das war Simon wahrscheinlich. Und jetzt nehme ich Gregor. Ein Wolf. Oh, der Jäger. Der Jäger. Alter. Nicht schlecht. Ja. Mitten ins Blaue. Badewanne oder sowas. Aber das Dorf hat noch nicht genug. Es muss noch jemand sterben. Noch jemand? Dann diskutiert mal. Rick, du bist gut in Mathe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zweimal hintereinander Werwolf ist? Hoch. Weiß nicht so hoch. Aber es kann sein. Hatten wir ja gerade schon. Toll, das ist nicht wirklich. Ja, stimmt, das ist nicht. Das war ja Gregor. Okay. Warum nominieren wir denn nicht alle, die schon mal Werwolf waren? Drei Zehntel. Naja, aber wir hatten jetzt einen schon, der zweimal war und jetzt als zweiten, das wäre richtig unwahrscheinlich. Sie oder? Ja. Ja, also ich kann ich halt nicht. Ist ne? Möglich. Das ist unsere einzige Mathe, ist unsere einzige Möglichkeit. Also, ich sehe auch keine andere Chance. Jetzt versucht er ja unwahrscheinlich so. Also, ich möchte als neuer Bürgermeister kurz sagen, das ist eine sehr gute Idee. Oh, aber scheiße, das macht mich verdächtig. Ja, weil du weißt. War das eine gute Idee? Das ist einfach die gleichen Achso. Feuerwehr. Ich muss aufhören zu reden. Nee. Besser die, es vorher nicht waren. Also Anna zum Beispiel. Anna, die gute Seele Anna? Mit dem gleichen Outfit, das ich auch anhabe? Wie kann jemand mit so einem guten Outfit böse sein? Mit so gutem Geschmack, ja? Wir können natürlich auch mal überlegen, ich meine, Flo hat in der Nacht extra irgendwie dann Sachen gesagt, als die Hexe dran war, ob er das macht, um so zu tun, als hätte er von nichts eine Ahnung. Ich habe damit bewiesen, dass ich das Spiel mega durchschaut habe und auf jede Nuance achte. Ja, weiß ich nicht. Wieso? So vielleicht auch ein sehr schlauer Trick. Wieso habe ich denn von nichts eine Ahnung, wenn ich Gunnar entlarve? Ich bin schlauer als der Spielleiter. Halt die Klappe, Florian. Ich habe auch noch Jägerkräfte. Okay, es sind jetzt zum Beispiel zwei Männer gestorben. Wir könnten jetzt auch eine Dame. Ja, das ist fair. Equality. Als Equality halt, ne? Das ist korrekt. Oder? Ich finde, Nasti ist zum Beispiel merkwürdig ruhig. Ich finde erst die ersten Beschuldigungen immer die besten. Ja. Deswegen bist du nicht geflogen am Anfang, oder was? Ich stimme dafür. Okay. Du bist der Bürgermeister, der darf doch eh entscheiden, oder?
Aber nee, es ist jetzt nicht deine das Theorie, dass die Wölfe, die in der ersten Runde waren, auch jetzt wieder Wölfe sind? Also ich bin da aus dem Mittelalter, ich finde auch dumme Theorien gut. Mhm. Mhm. Solange ich an etwas glauben kann, mache ich das auch. Das finde ich gut, das ist Method Acting. Ja, nee, finde ich nicht. Ja, springst du mit für Nasty ab, oder? Mhm. Ich bin für Rick. Ich war in der ersten Runde schon mal Diskussion. Ich glaube, er ist der Hexe. Ja, ich glaube halt auch, dass die beiden Guten sitzen irgendwo da, weil du hast halt leider ziemlich in die Richtung. Ich habe beide immer so gemacht. Ja, es hat aber auch genau schon gewackelt hier. Ja, also das habe ich, ja, ist ja gut. Ich habe es extra nicht erwähnt. Deswegen glaube ich halt, dass irgendein Wolf wieder da sitzt. Und da die beiden Guten. Du meinst auf der Seite, wo du auch sitzt? Ja, aber ich weiß, das ist halt nicht. Ja, dann dich. Ja, wir brauchen jetzt Entscheidung. Ja, für Nasty. Ja, für Nasty. Ja, Nasty alles einstimmig. Raus mit dir. Wir warten jetzt nicht auf den Werwolf, der braucht immer zu lange. So, raus jetzt. Der Galgen packt. Raus. Aber was war Nasty? War sie eine gute Frau? Eine böse? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mathe hat versagt. Nee, Mathe hat versagt. Das war das andere, das war Equality. Ja, das war Bürger einfach nur. Da merkt man halt, dass Gleichberechtigung einfach Unfug ist. Ja, das funktioniert nicht. Nasty war natürlich eine gute Bürgerin. Und trotzdem hat sie umgebracht. Ich mache schon mal Bett fertig. Wir müssen aber weiter leben, ne? Ich hab Bock, mal wieder pennen zu gehen. Deswegen schläft das ganze Dorf wieder ein. Werwölfe erwachen. Die Werwölfe einigen sich auf eine Person und schlafen langsam wieder ein. Dann erwacht die Hexe oder der Hexer. Und die Hexe könnte noch eine Person retten? Und könnte noch jemanden töten, ja. Möchte die Hexe jemanden töten? Die Hexe hat sich entschieden und der Seher erwacht. Der Seher könnte auf eine Person zeigen und mehr Informationen möchte. Der Seher hat sich entschieden und die Informationen erhalten und schläft wieder ein. Und das Dorf erwacht. So, nun frisch ans Werk. Frisch ans Werk. Aber der Werwolf kommt vorbei. Ja, natürlich, komm. Gott, ich geh schon mal. Erst mal. Ich bin's nicht, oder doch? Oh, ich bin's doch. Ja. Ich bin euer Bürgermeister. Der Bürgermeister ist leider gestorben. Anna, du bist jetzt... Kein guter Job. Du bist jetzt mein Bürgermeister. Du stirbst als Werwolf. Werwolf, zieh auf Fabian raus. Handeln mit Weitsicht. Und jetzt gucken wir doch mal, wen die Wölfe geholt haben. Als erstes. Natürlich. Wer war das? Ich war unschuldig. Ja. Und natürlich noch Fabian. Auch ein Guter. Wieder wurden zwei Gute geholt. Das war die Hexe, was? Die Hexe hat wohl leider auch den Falschen erwischt. Nun gut. Dennoch soll noch jemand sterben. Also ich bleib bei Maturi, dass er der Hexer ist. Weil er jetzt gestorben ist. Also immer noch als Werwolf. Ja. Ich glaube auch, es ist einer. Das ist einfach das von diesen dreien. Wenn wir jetzt den Werwolf töten, dann ist wieder für beide spielen. Dass er als Hexer aus Prinzip Steven geführt hat, oder ist nee. Jemand anders Werwolf? Doch. Ja. Nee, dann nee, die Werwölfe können dann wieder. Das geht noch weiter. Vielleicht wollte er auch. Ah ja, stimmt. Ein Einzelner kann ja auch. Ja. Das wäre ein wilder Move, glaube ich. Bei ihm? Ja, okay, ihm? Naja, gut. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gespielt hast. Aber jemanden Unschuldigen töten, einfach um mal zu gucken, was passiert. Ja, das Move.
Politik? Politik? Bauernopfer. Also ich bin Dörfler. Das ist ein sehr merkwürdiges Kommentar. Okay, das ist super strange. Also ich muss sagen, ich bei den beiden, unseren Bürgermeisterin und der ist ehrlich. So wie der guckt. Was für Quatsch, du meinst auch als Werwolf würde er jetzt, dann hätte er jetzt gesagt, ich bin Werwolf. Hi. Ja. Doch. Glaube ich nicht. Langsam müssen die zu einer Entscheidung kommen. Ja, Rick. Nein. Nee, das glaube ich wirklich nicht. Ach so, Anna? Ja, also ich war für Anna. Ich dachte, wir hätten uns geeinigt. Oder Flo. Nein. Siehst du? Aber warum hast du denn, warum wirst du denn sterben, wenn wir alle uns denken, du bist der Hexer? Ich sterbe doch nicht. Der Hexer hat dich nominiert. Der Hexer hat bis jetzt nur getötet, ne? Noch keinen gerettet. Das ist schon mal irgendwie assi als Hexer, finde ich. Ja, stimmt. Also, das könnte man zumindest mal. Will er mich töten, weil er denkt, dass ich ein Hexer bin? Das macht ihn doch doch so. Ja, aber jetzt bist du ja auch nur noch Gefahr, weil du. Nee, du kannst doch retten. Nee, ich kann niemanden mehr töten, ich kann nur noch retten. Also, ja, also, gut, okay. Also bist du Hexer? Dann habe ich nicht gesagt. Darf ich das sagen? Darf ich irgendwas sagen? Nein, darfst du schon sagen. Aber okay, also, so wie er halt sagen kann, dass er Dörfler ist, glaube ich dir trotzdem noch lange nicht. Aber trotzdem, wenn du davon ausgehst, dass er der Hexer ist und dann seinen Kopf forderst... Ja, ich habe ja gerade nochmal nachgedacht. Dass es dumm war, hast du gerade dir nochmal überlegt, das so offen darzulegen, dass du ein Wolf bist. Ich bin Bürger, habe ich doch schon gesagt. Dörfler. Ja, wir bräuchten langsam eine Entscheidung. Dann dich. Weil du hast was gegen dich gesagt. Wir können ja einfach... Ne? Ja, also ich bin... Wir können auch hier die Zeigemethode machen. Wirklich. Aber nee, die ist super verwirrend. Ja. Aber jetzt ja, okay, ich glaube, okay. Dafür 3, 2, 1, zeigen! Das ist jetzt. Ja. 2 auf Anna und 2 auf. Auf wen zeigst du? Auf Flo? Ja. Nee, 2 auf Anna. 2 auf Anna. Auf Flo. Nee, 2 auf Joel. Ja. Ja. Dann, ja. So, dann darf der Bürgermeister natürlich entscheiden. Dann darf Anna entscheiden. Nimm Anna. Ja, ich habe mich für ihn entschieden. Also dann bist du leider auch. Du musst leider von uns gehen. Ja. Tut mir leid. Traurig, ne? Traurig. Wir gucken mal, was er war. Siehst du? Wieder ein guter. Nächstes Mal glaube ich dir. Ja. Müssen wir jetzt noch in die Nacht gehen? Das ist die große Frage. Nein, nein. Die Werbezeit haben sie mich schon gewonnen. Schon wieder. So. Die ist noch nicht in der Überzeit. Nein, ich führt der nächsten Nacht. Ah, nee, warte, Entschuldigung. Wissen wir es jetzt schon? Weil die Hexe ist natürlich auch noch da. Die kann natürlich noch jemanden retten wieder. Kann die Hexe sich selbst retten? Wir gehen doch mal in die Nacht. Haben wir schon verraten jetzt? Nee, wir wissen noch nicht, oder? Weißt du, wer es ist? Nein. Okay, wir gehen noch mal in die Nacht. Entschuldigung. Das war sehr verwirrend. Und die Wölfe wachen noch einmal auf. Und sie zeigen auf eine Person, die sie töten wollen. Gut. Dann gucken wir mal. Die Hexe wacht einmal auf. Möchtest du diese Person retten? Das wäre jetzt sehr, sehr von Vorteil. Gut, dann fahren jetzt alle wieder auf, scheinbar. Und wir gucken mal, was passiert. Ja, danach könnt ihr einfach mal diskutieren, würde ich sagen. Okay? Wäre es okay? Gut, dann. Diskutiert mal den Weg. Ja. Pass auf, das Ding ist, wir hätten musst sterben. Dennoch schon vorher Schluss machen können, sage ich euch. Denn wenn sich die zwei Werwölfe auf eine Person einigen, und ich werfe jetzt einfach mal einen Raum, nehmen wir mal an, einer der beiden Werwölfe wäre der Bürgermeister. Ach was. Die anderen beiden haben 2 Stimmen, die beiden Werwölfe haben 2 Stimmen. Der Bürgermeister wäre ein Werwolf, er stimmt für die andere Person, die Werwölfe gewinnen.
Aber ich fand es trotzdem sehr witzig, dass Gunnar rausgeführt ist. Wir haben das Beste so gemacht. Ja. Ich wackel gerade. Ja, wollt ihr es noch machen? Nein. Nein, das ist ja Quatsch. Ja. Ich wollte ja nicht verraten, dass Werwolf Bürgermeister ist, deswegen habe ich da... Ja. Gut. Ja, die Werwölfe haben wieder gewonnen. Ja. Mega starkes Spiel. Kommt zurück. Kommt zurück, liebe Freunde. Die Geister. Ja, witzige Runde. Ja, es war halt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass nachdem wir beide schon Siegerposen angenommen haben, vielleicht überlegen wir sonst nochmal, ob es doch noch geht. Ich bräuchte einmal alle Karten zurück und währenddessen könnt ihr schon mal wählen, wer der beste Spieler war. Ich finde, man kann auch für mich abstimmen. Hast du die da schon genommen? Nee. Du wirst auf jeden Fall Bürgermeister. Ich frage mich, ob es vorkommt, dass eine Hexe niemand hätte. Habe ich alle Karten zurück? Aber du hast Steven getötet, ne? Ja, natürlich. Du hast mich getötet. Ja, du Drecksäck. Ich habe dich nicht verraten. 8 Karten habe ich hier. Krass. Du hast mich nicht getötet. Du hast mich jetzt getötet. Das ist meine. Aber wie geil Simon ins Blaue wirklich einfach einen Werwolf getroffen hat. Das war mega ärgerlich. Das hat es voll schwierig gemacht. Ihr könnt meinen ganz guten Blick gucken. Guter Jäger. Das ist ein Schummel. Jetzt habe ich den goldenen Blick, oder? Übrigens, hier gibt's im Dorf hier gibt es echt einen Wolf. Ernsthaft, der streift hier über die Bauernhöfe. Einfach so. Ja, auch über Tag schon. Das sagst du jetzt, oder was? Andi und sag, ich habe die Maske nicht gefunden. Ja, das ist ganze Zeit. Und da, ja. Aber das ist so cool. Das ist kein Ding. Ja, hier ist tatsächlich ein Wolf allein, der wohnt hier. Ja, was ist das? Die greifen ja nicht Hühner. Wir haben jetzt auch schon aus dem Kameras gesehen, dass der bei mir quasi über Tag aufgelaufen ist. Ich bin fast so niedlich wie ein... So, ich habe die Karten wieder gemischt. Gibt es schon ein Ergebnis, wer der beste Spieler war und damit der Bürgermeister? Und deine Ohren sind... Oh Gott. Scheinbar noch nicht. Deine Ohren sind cool. Ich kann ja schon mal trotzdem die Karten verteilen. Das sieht man so aus wie gefotoshoppt. Es gibt natürlich auch noch wieder eine neue Figur, die eingeführt wird und durch einen Dörfler ersetzt wird. Und die Florian ist Bürgermeister. MVP Bürgermeister Florian. Wie immer, wie auch. Exactly right. The right choice. Wir haben auch wieder eine neue Figur jetzt drin. Die haben wir auch schon mal kennengelernt in anderen Werbefunden. Das ist jetzt Kakashi-Modus. Runde 3. Amor kommt hinzu. Amor lässt am Anfang des Spiels zwei Liebende vom Spielleiter antippen, die nicht ohne einander überleben. Stirbt einer der beiden, stirbt auch der andere. So, und bevor wir jetzt die Karten verteilen, glaube ich einfach mal, dass wir Werbung machen müssen mal wieder. Ist schon lange her. Dürfen. Und das machen wir jetzt und danach sehen wir uns wieder und dann spielen wir Runde 3. Herzlich willkommen zurück. Die Frage ist, wieso hat der Werwolf so eine enge Jeans an? Die wurde nicht geklärt weil in der Pause. Ist. Die Frage ist wahrscheinlich, warum wurde gebissen, damit er zum Werwolf wurde. Wir sind zurück bei Werwolf. Ihr habt gesehen, in der dritten Runde kommt Amor zurück. Und es ist so, denn Amor als Liebespaar, wenn das Liebespaar übrig bleibt, hat das Liebespaar gewonnen. Das war letztes Mal so ein bisschen... Ja, habe ich ein bisschen hakelig gespielt. Ja, hakelig. Vielen Dank. Traubensaft. Ja, und ich verteile mal die Karten, würde ich sagen. Was du als Liga? Einmal weitergeben. Wusste ich. Wieso? Nicht zu viel bewegt. Ich dachte, erst wäre es sexuell und dann habe ich. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Das ist mir leid. Bitte eure Karten weitergeben. Ich kann sie einfach behalten. So, also. Hat jeder eine Karte? Mhm. Weiß jeder, was Amor macht? Ja, Mann. Ja. Gut. Liebe. Perfekt. Mit jedem. Der Werwolf wird gleich einmal rumgehen und die Liebenden antippen und die öffnen dann gleich die Augen. Alles klar, jeder weiß seine Rolle und dann würde ich sagen, wird es schon wieder Nacht in Kniemannshausen. Und auch Simon schläft ein. Und als erstes wacht in dieser Nacht Amor auf. Und er oder sie zeigt auf zwei Personen, die sich miteinander verlieben.
Und Amor hat sein Werk getan. Und der Wolf geht einmal rum und tippt die Liebenden an. Das dauert jetzt ein bisschen, weil der Wolf muss sich noch ein bisschen... Der Wolf muss sich noch ein bisschen striegeln. Und der Liebende... Die Liebenden... Der Wolf geht sehr langsam hier vorbei. Und er hat die Runde geschafft. Und die Liebenden öffnen ihre Augen und schauen sich einmal verliebt an. Sie schauen sich einmal verliebt in die Augen und wissen, dass sie für immer miteinander verbandelt sind und schlafen danach wieder ein. Und als nächstes wachen die Werwölfe. Und die Werwölfe schauen sich an und einigen sich auf eine Person, die töten wollen. Haben sie getan. Und als nächstes wacht die Hexe auf. Und die Hexe überlegt, ob sie die Person retten möchte. Die Hexe überlegt auch noch einmal, ob sie vielleicht noch jemanden töten möchte. Damit schläft die Hexe wieder ein und der Seher wacht auf. Der Seher zeigt auf eine Person, von dem sie gerne wissen würde, ob sie gut oder böse ist. Das hat der Seher getan und schlief wieder ein. Und damit wacht das Dorf wieder auf. Aufwachen. Wie ihr seht, geht kein Wolf umher. Okay. Ja, cool. Danke, Hexe. Super, das war ein Anfang. Und ihr könnt trotzdem diskutieren. Gunnar, für den rein... Ach so, Moment mal. Ach so, du hast den Helm vorne. Ja. Für den rein hypothetischen Fall, es ist nicht erlaubt zu sagen, dass man die Hexe oder der Seher ist. Man darf das sagen, aber man wird natürlich dann wahrscheinlich sofort von den Werwölfen getötet. Okay. Das ist sinnig. Danke. Das hat aber nichts damit zu tun, wer du bist. Nein, absolut nicht. Es war rein hypothetisch. Das hat nur was damit zu tun, dass er Wolf ist. Ich habe mich das aber auch schon gefragt. Aber das macht wirklich, das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Das ist, eigentlich ja, ne? Ja. Wahrscheinlich wird die Werwölfe sofort auf die Person dann gehen in der nächsten Nacht. Also ich möchte jetzt auch mit niemandem auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber Vanessa hat rote Haare. Das finde ich kein Werwolf, wenn ich rote Haare habe. Weiß nicht, doch. Das ist so eine Erinnerung. Es ist so das Erzählen, wo man die verbrannt hat. Ja, die Hexe tötet, sie hat erst einmal jemanden wiederbelebt. Und wenn man sie tötet, bevor sie jemanden töten kann, ist das vielleicht ein Vorteil, vielleicht ein Nachteil. Aber warum sollte die Hexe einen... Warum wollte jetzt die Hexe töten? Weil sie ihr müsst doch ein Werwolf. Das ist es sei denn, Simon ist ein Werwolf und will die Hexe schnell loswerden. Oh, ich muss es kommt direkt zurück. Ja. Du sagst hier einen Satz und sofort. Auf dich zeige ich gleich. So. Du bist die Hexe. Aber wollen wir Simon direkt schon gleich als erstes wieder raushauen? Ich finde das irgendwie komisch. Das ist gemein. Oh, du noch gar nicht richtig mitspielen. Mach wie ihr wollt. Ich kann das ab. Ich bin auch für Gregor. Warum denn jetzt? Naja, weil du dieses überspielte, dieses Ding, dieser Sätze. Kann man diesen Welches überspielte? Ich bin nur blöd. Ich frage nach. Nein. Lass dich wie nonchalant, du sagst, der tötet halt den da. Du sagst, dreimal hintereinander werden. Dankeschön. Ich glaube, auch dreimal hintereinander ist schwierig, oder? Ich glaub, das wäre echt blöd. Was sagt der Mathe-Gott? Sagt der Wolf. Mathe-Gott sagt, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber nichts ist unmöglich. Ja. Der Chat hat auch so lange so nicht glaubt. Ach so. Also beim nicht jetzt, sondern davor. Du hast den Chat auf? Okay. Ich glaube dem Chat jetzt einfach mal. Also und wie viel Prozent sind es jetzt? Weniger. Noch weniger als 9%. Okay. Geht das? Ich glaube an weniger als 9%. Hast du nicht auch mal rote Haare gehabt? Nee, Gregor, nicht dich. Ja, was ist mit deinem Rot? Meine Rot? Ich hatte noch nie. Findest du, das ist ein bisschen merkwürdig da mit euch beiden?
eine Doppelhinrichtung vielleicht starten? Okay. Du bist der Bürgermeister. Doch, bitte. Wir sterben alle. Mir fällt gerade noch was ein. Rick, du hast doch bei Chatuel gesagt, dass du einen besonders heiligen Hintern hast. Ja. Das war deine Powerphrase. Wie kommt das? Das auch, frage ich dich. Au. Na, er ist halt sehr sexy. Das war, nee, du meinst explizit haarig. Ja, und ich meine... Werwolf-haarig. Ich habe einen sexy Hintern und haarige Hintern sind sexy, oder? Das sind wir doch alle einig, der oder? Der Werwolf ist sexy. Na gut. Hast du dich nochmal gerettet mit deinem Sex? Ja, wir bräuchten langsam eine Entscheidung. Wollen wir nicht einfach wieder zeigen? Ich kann das immer nicht zählen. Ich, das ist einfach viel zu zeigen. Nächstes Mal lasse ich echt so Tafeln anfertigen, wo jeder den Namen draufschreibt. Ja. 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 Vor Boyard, falls ich das noch kenne. Müssen wir ihn aber so einritzen. Vor Boyard, ey. War das nicht mehr Vor Boyard? Ja. Hallo, Herr Großmutter. Ich würde gerne noch, ich weiß nicht, womit es was zu tun hat, aber der Fabian hat vorhin seine Karte angeguckt. Und normalerweise, wenn du normaler Zivilist bist, dann guckst du drauf und erkennst es und... Er hat nochmal hingeguckt. Er hat ein zweites Mal hingeguckt. Und das macht man nur, wenn man sehr gute Pokerkarten hat oder wenn man, wenn man sicher gehen will, was man ist. Und wenn man nochmal nachprüfen will. Ist doch ruhig. Ich weiß nicht, du könntest eins von diesen Extrakarten sein. Ja, vielleicht. Aber dann bin ich ja kein Werwolf. Doch, du kannst auch ein Werwolf sein. Ja, aber ein Werwolf ist ja keine Extrakarte. Na gut. So, was meinst du denn als Bürgermeister? Ja, ich finde diese, also Nass jetzt schon einen Punkt damit, Gregor. Ja, danke. Danke sehr. Es ist ja einfach so. Dieses, du bist der größte Intrigant von allen. Ja? Du weißt doch alle, wie du mit deiner scharfen Zunge hier alle umschmeicheln kannst. Und denkst alle auf mich rauf. Danke sehr. Ja, gerne. Du hast schon so ein bisschen die Hasskappe auf, seitdem wir hier sind. Wieso denn die Hasskappe? Ich versuche doch nur das Dorf und die Stimmlage allein. Wieso denn die Hasskappe? Ich sag, du tötet ihn. Auf werf den Pfuschen zu Boden mit dem Kopf. Wo ist das jetzt? Vielleicht diese trockene Art, das ist bestimmt wohl. Auf der anderen Seite ja so. Merkt ihr, dass Nasti so aggressiv da aufgeht? Ja. Ich habe wieder, ja, wieder gucken. Ja, also sind das zwei Verdächtige hier? Für mich ja, deswegen will ich ja den Doppelmord. Wir könnten ja mal... Wir könnten natürlich jetzt mal abstimmen lassen, sind noch welche verdächtig außer diese beiden? Für irgendeine Person hier. Ich habe nur... Oh, rote Haare können wir wieder dahin zurück. Vanessa und Flo würde ich noch mit. Das sind ein bisschen langsam zu viele. Das sind wir zu Flo viele. Ist immer generell richtig. Flo, weil er hat was gesagt. Ja, ist immer generell. Du dürft doch eine Person nennen. Wir hatten jetzt schon ganz viele Bürgermeister, die Wölfe waren. Ja. Stimmt. Okay, stimmt. Die Entscheidung ist zwischen jetzt... Ich glaube, wir haben wen verteidigen und danach ist die Entscheidung zwischen dir und dir. So. Ja, ich brauche eigentlich nicht viel sagen, außer dass Gregor gerade super erfreut darüber war, dass noch jemand anders so war. Flo, genau. Natürlich bin ich viele erfreut, Bürgermeisterwölfe, ja, weil er. Ich kenne eure intriganten Sachen jetzt hier. Wie groß soll die fucking Chance sein, dass ich dreimal hintereinander ein fucking Wolf bin? Ganz ist ehrlich. Okay, ganz egal. Das ist schon sehr gering. Okay, pass auf, wir stimmen jetzt erstmal ab. Wer ist denn für Gregor? 1, 2, 3. Gut, das wird eine enge Kiste. Ja, ich bin so. Wer ist für Nasti? 1, 2. Wer ist für Flo? 1, 2, 3, 4, 5. Ihr dummen Ficker. Florian, du darfst diesen Hut noch jemand anders geben. Aber leider muss ich dich auffordern, die Runde hier zu verlassen. Mal wieder. Die Kappe des Todes. Ciao, ihr Idioten. Und wir schauen mal, was Florian für ein Bürger war. Oh, shit. Das war sehr überraschend, rufe ich euch zu aus dem Jenseits. Also was, Nasti? Also, dann war es Nasti oder Gregor. Ich weiß. Und das ganze Dorf schläft wieder ein. Und die Werwölfe erwachen. Was soll der Wolf schneller machen? Auf jeden Fall zeigen die Wölfe jetzt mal auf eine Person. Die Wölfe haben sich geeinigt. Und die Hexe erwacht. Und darf noch jemanden töten, wenn sie denn möchte. Okay. Die Hexe schläft wieder ein und der Seher erwacht und darf sich eine Person angucken. Und der Seher schläft wieder ein und das Dorf wacht auf. Ich bin aufwachen.
Guten Morgen. Ich habe gesehen, die Kamera war. Ah. Ja. Oh, wenn er mich holt, dann wisst ihr genau, wer der Wolf ist. So ein ungutes Gefühl, dass er immer hier bei mir anfängt. Nein! Nein! Ja! Du bist echt der Wolf-Flüsterer, oder? Oh, mehr Platz doch noch. Ja, und noch jemand, ne? Oh. Ai, 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 ai. Okay, dann ist das aber klar. Luftig. Und jetzt schauen wir mal aufs Lagerfeuer, was da geholt wurde. Zwei Gute sind mal wieder vor uns gegangen. Okay, aber was bedeutet das genau? Ist das die Das bedeutet, dass du ein Werwolf bist. Das waren beides nette Leute. Warum bin ich ein Werwolf? Die zwei haben gegen dich genestelt. Welche zwei? Ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts. Touché. Nee, aber was soll ich denn machen? Weiß man jetzt, ob das die Liebenden waren? Das waren alles gute Personen, die gestorben sind. Aber wir wissen jetzt nicht, ob die Hexe jetzt schon getötet hat. Na, eine von beiden wurde von der Hexe getötet. Ja, oder die waren liebend. Wenn zwei gestorben sind? Das ist mitgestorben. Okay. Ja. Ach so? Darfst du uns auch nicht sagen? Nee, mach ich nicht. Ach so, du hast gerade auch so gesagt. Mit den Liebenden, also ich dachte irgendwie, vielleicht ist dein Herzensschmerz da. Irgendwas brüllen oder irgendwie so. Ja, wurde jetzt noch nicht gemacht. Deswegen wissen wir es nicht. Aber ich glaube, dass die Liebenden da irgendwo sitzen, weil als Amor rumgegangen ist, hat es da Geräusche gemacht. Klingt da geknistert, der Knistervorliebe. Ja, wen möchtet ihr denn töten? Gregor. Was? Gregor? Warum? Tut mir leid, Gregor. Nee, ich kann es dir unwahrscheinlich. Das ist irgendwie der einzige. Es ist hier eine fucking Intrige. Ich sitze hier, ich weiß, ich sehe ganz schlimm aus. Falscher Mensch. Du hast doch Blut an den Zehen. Nein, das ist. Ich aber ich habe es nicht. Hier wird intrigiert gegen mich. Ja? Ja, die haben sich selber. Die Wölfe haben drumherum weggepickt. Haben wahrscheinlich irgendwie geahnt, wer die Liebenden sind. Das macht schon ein bisschen Sinn, aber ich finde es aber ein bisschen komisch, dass du. Also. Ihr zwei seid ein bisschen... Ja, wirklich. Ihr seid sofort dran. Ihr seid sofort dran. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber irgendwas an dir schreit Werwolf. Ich kann es nicht erinnern. Ja, irgendwas schreit an dir Grieche, irgendwas schreit an dir Ausländer, an dir Werwolf. Als ob ich das noch nie gehört habe. Man könnte jetzt auch sagen... Mikroaggressionen sind das. Mikroaggressionen. Man könnte auch sagen, dass erstmal die Klimans-Männer alle wegkicken und vielleicht die Space Frogs und dann bleiben nur die Rocket Beans. Das kann man natürlich auch sagen, aber da sind wir in der Unterzahl. So, Alternativen. Wir haben Gregor als Vorschlag und Simon. Simon. Ja. Jetzt merke ich einfach, gegen Ende habe ich mich. Ja. Nee. Weil da bin ich auch dafür. Hätte nicht noch gegen euch alle. Du, nee, ist so dich ein, ich muss jetzt zurückgeben. Tut mir leid. Oh, stimmt. Will noch jemand? Das ist ein guter Punkt. Was denn? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht genau, wie sie hieß. Nasty, nicht Nasty. Nasty. sie wollte ihn ja unbedingt rauskicken, aber sie war ja kein Wolf. Das stimmt. Also macht das irgendwie Sinn? Nee, es macht doch nicht. Nee, nein. Nicht, oder? Na, jetzt haben wir auf der Nominierungsliste Simon und Gregor. Noch jemand? Oder wollen wir einfach mal zwischen den beiden abstimmen? Ja. Darf ich jetzt denn? Achso, ich habe ja Gregor schon vorgeschlagen. Ja. Jetzt wollte ich gerne mal einen Rundumschlag, aber Vanessa. Wer ist denn für Gregor? Eins, zwei, Simon vielleicht auch, ja. Ja. Und wer Gregor ist für Simon? Vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann muss Simon leider gehen. Ich warte auf den Wolf. Der braucht der braucht ein bisschen. Ist ein Wolf, hau ab. Ist ein Wolf 4. Ehrenhaft selbst. War Simon eine gute Person oder nicht? Das sehen wir jetzt an Feuer. Er war auch ein guter. Oh. Oh ja. Ja. Und wie ich das jetzt so sehe, haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Werwölfe damit schon wieder gewonnen. Warum? Weil sie nächsten Tag. Weil gleich wird jemand getötet. Gleich wird jemand getötet. Die Hexe hat getötet und gerettet, oder? Gleich wird jemand getötet und dann ist es wieder vorbei. Na gut. Tut mir leid, die Werwölfe haben wieder gewonnen. Darf ich was sagen? Ja. Oh! Ich wusste es! Ich bin echt
ich in einem Gewinner zu Real Time Wolf. Und du auch. Dreimal Wolf hintereinander. Weißt du, was das gewesen wäre? Was? Wäre einer von uns beiden gestorben, wären wir beide sofort gestorben. Ja. Ich wollte euch beide. Ich habe euch extra zum Liebespaar gemacht. Die Wölfe waren ineinander verliebt, das ist ja gewesen. Wenn, die wenn einer von den beiden wäre, sofort der andere Wolf ich auch gestorben. Ich muss ehrlich sagen, ich war kurz davor, dich quasi rauszuwerfen, damit unsere Tarnung nicht aufblickt. Weil wenn zwei von uns gleichzeitig rausfliegen, wäre es hart gewesen. Ja, es wäre schon hart, aber dass die ausgerechnet das hier passiert, ich kenne da nichts dafür. Hast du schon ganz gut gemacht. Ja, ich wollte nämlich eigentlich, dass ihr zwei... Wenn ihr euch nämlich wieder so kommt doch mal her, andere Leute. Ja, dann sofort beide raus. Ja. Fuck, Mann. Wow, das ist aufregend. Als Wolf ist es viel aufregender. Ich würde gerade sagen, theoretisch einer Runde. Darf ich endlich mal was anderes sagen? Wir spielen gleich noch eine Runde. Kannst du die auch mal mischen, Gunnar, die Karten? Beispiel, du bist immer Wolf, der ist doch schön. Einer wird vom Wolf getötet. Mhm. So, ich und einer wird von Herzen getötet. Wir voten mal eben schon mal, wer der nächste Bürgermeister ist. Und der zieht dann noch sein Liebespaar. Genau. Da könnt ihr jetzt für die Leute abstimmen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich inzwischen. So, habt ihr noch jemanden, hat noch jemand eine Karte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich. 9. 9, na gut. Ich guck mal in einer Pause jetzt, wo die nächste Karte ist. Aber keine Pause, Tim. Machen wir, aber eine Runde machen wir noch. Ja, ohne Pause. Geil. Gut. Da muss ich trotzdem kurz checken, welche Karte fehlt. Hat jemand noch irgendwo eine Karte? Nein, ich hab meine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, das sind 10, glaube ich. Entschuldigung. So, aber wir haben natürlich noch eine neue Spielfigur. Und die hatten wir noch nie. Und deswegen schauen wir uns Runde mal. Runde 4. Das kleine Mädchen sitzt unschuldig am Lagerfeuer, kann aber nachts durch leichtes Blinzeln mit den Augen Werwölfe ausfindig machen. Aber Vorsicht, nicht erwischen lassen. Die ja nicht, ne? Die machen wir nicht. Denn wir haben eine andere Karte für euch eigentlich. Den Trunkenbold. Und vielleicht haben wir dafür eine Mats. Vielleicht mitgebracht. Auch jetzt Kiemanns Land. Noch mehr Runden. Nein, haben wir nicht. Ich erkläre sie einfach. Erklär sie mal. So, der Trunkenbold wird zwischen die Karten gemischt und jetzt haben wir dadurch 11 Karten im Spiel. Das heißt, ach, die hatten wir auch schon mal, letztes Mal, ne? Ja, das ist der wurde nur nicht, kam nur nicht dran, doch, nee. Weil der Trunkenbold unübrig blieb. Ja, das war der, so, der richtig ausgelöst. Genau, der. Und ist das der politisch korrekte Dorftrottel? Nee, nach zwei Runden tauscht der Trunkenbold seine Karte mit der, die übrig geblieben ist. Aha. Und erfährt dann erst seine richtige Rolle. Ah. Trunkenbold kann also ein Werwolf sein. Der könnte Amor sein, der könnte irgendwas sein. Wenn ich jetzt die Trunkenbold-Karte kriege, wie mache ich erkenntlich, dass... Ich sagte, der Trunkenbold wacht einmal auf. Okay, so. Ja. Und dann läuft der Werwolf dann immer rum. Ja, so machen wir das. Gut. Und ich würde sagen, ich verteile jetzt sofort die Karten. Ja, das habe ich schon durchgeguckt. Du wahrscheinlich auch. Nee, was? Ich konnte ja durchgucken gerade. Okay. Ja, ich will hier nicht, dass irgendwie... Geh mal weiter, da hinten hin. Schon mal alle? Nee, Fabian hat was. Dann hier. Schön, dass man runtergeguckt. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Haben wir jetzt alle eine? Soll ich nochmal neu verteilen? Nein. Nee. Gut. So, diese Karte bleibt übrig. Die lege ich mal vor. Alles klar. Dann weiß jeder jetzt seine Rolle. Und wir gucken jetzt mal, wer der Bürgermeister geworden ist. Gregor! Und ich soll es eigentlich auch schon nach der ersten Runde sein, aber danke. Dann weißt du ja, dass du jetzt stirbst, ne? Auf jeden Fall wird das Dorf ziemlich zum Todeszeichen. Leute, mathematisches Prinzip. Ziemlich bald Geldprobleme bekommen. Nein, oh, das ist mal wieder gleich. Das war der Griechen jetzt, ne? Deswegen. Egal. Sind viele Bürgermeister so drin gestorben. Ja, ja. Ich würde sagen, ich ein bisschen das Eisen Dorf schläft. Oh. Und als erstes wacht einmal kurz der Trunkenbold auf und prostet mir einmal zu. Alles klar, ich weiß Bescheid. Und jetzt wacht Amor auf. Und Amor zeigt auf zwei Personen, die sich ineinander verlieben. Und der Werwolf geht richtig flink einmal rum und
drückt einmal, tut einmal so, als ob er jedem drauf drückt und tippt einmal auf die Schultern von den Leuten, die, die ineinander verliebt sind. Und sie blicken sich einmal tief in die Augen. Und sind unsterblich ineinander verliebt. Die wollen sich noch ein bisschen länger anschauen. Ihre Liebe. Egal. Okay, sie schlafen wieder ein. Und die Werwölfe wachen einmal auf und schauen sich an. Und blicken in die Runde. Sie haben sich entdeckt. Und zeigen auf eine Person, die sie hier nicht mehr sehen wollen. Sie haben sich entschieden und die Hexe wacht auf und könnte eine Person retten. Könnte natürlich noch jemanden töten. Die Hexe getan oder nicht? Und der Seher wacht noch einmal hinauf, zeigt auf eine Person jetzt weiß, sie gut oder böse ist. Und damit wacht das Dorf wieder auf. Boah, ich habe in meinem Helm geschlafen, ey. Und mal wieder ist keiner gestorben. Gregor raus. Was? Jetzt ganz im Ernst. Endlich, wo ich mal kein Wolf bin, gleich sofort Gregor raus. Danke sehr. Sagst du, ja. Ja, was soll ich denn? Leute, ganz ehrlich, wenn es bei dreimal neun... Gregor jetzt schon wieder Werwolf ist. Ganz genau. Das habt ihr die letzten zweimal schon gesagt. Ja. Und wurdet gefressen. Ich glaub's auch nicht. Ich will's nur mal sagen. Ich glaube, dass Simon schon wieder kein Werwolf ist. Ja, ich bin natürlich kein Werwolf. Aha. Anna, na, wie sieht es bei Ihnen aus? Diese Fellreste habe ich in Ihrem Bett entdeckt. Moment, in Ihrem Bett? Wann denn? Ja, das dann waren die Werwölfe bei mir. Lange Geschichte. Ja. Also ich bin nicht der Werwolf, aber ich werde nichts tun können, um euch davon zu überzeugen. Deswegen lenke ich lieber weiter auf. Guckt mir doch alle noch mal ganz kurz in die Augen. Ich würde gern, bei Joel habe ich so ein bisschen, du bist so still und das... Als wir aufgewacht sind, hast du so neutral geguckt, als ob du versuchst, dein Gesicht unter Kontrolle zu halten. Eine Ich-bin-kein-Werwolf-Runde machen. Oh ja, das war schön. Das war schön letztes Mal, ne? Hey, jetzt lass mich doch noch mal kurz alle mal durch. Jeder sagt einmal in die Kamera, ich bin kein Werwolf. Und dann kann Simon direkt entscheiden, ob das wohl stimmt. Okay, das machen wir. Okay, angefangen bei Steven. Welche Kamera? Oh, hallo. Da? Oh, da, ich sehe sie, okay. Ich bin kein Werwolf. Ich bin auch kein Werwolf. Ich bin auch kein Werwolf. Das war nicht. Das war kein Werwolf. Ich eh nicht. Ich bin auch kein Werwolf. Ich bin kein Werwolf. Werwolf. Ich bin auch kein Werwolf, ganz sicher. Ganz sicher. Das sieht aus wie ein Werwolf. Das ist sehr sarkastisch. Ich bin kein Werwolf. Ich bin kein Werwolf. Du musst hingucken, während du das sagst. Ich bin kein Werwolf. Das war so, das ich, also ich glaube, Joel, du hast mir zu viel geblinzelt. Und Rick hat mich vorhin nicht angeguckt. Hä? Beiden du hast mich nicht angeguckt? Nein, aber vorhin, als ich fragte, möchte man ihn angucken, so, da hast du weggeguckt. Ich sag doch nur. Ich hab nicht mal geguckt und wenn du mich dann... Ich weiß nicht. So, und ich fand, Gregor, bei Rick sah es einfach aus, als würde er sich für eine Partnerbörse anmelden. Ja. Ein Werwolf. Gregor hat als einziger sich nicht getraut, den Satz zu sagen. Ich bin kein Werwolf. So, lol. Warte, ihr wisst doch schon, dass ich kein Werwolf bin. Statistik, Leute, Statistik. Ja, aber es ist das jedes Mal auf neu, die Wahrscheinlichkeit. Ja, 9% sind schon viel, verglichen mit wie viel hier? 2,5? Es werden immer weniger, es ist mittlerweile wahrscheinlich unter 5%. Eben. Ja, noch weniger. So Quatsch. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will einmal ganz normaler Bürger sein. Lass mich das doch. Dann verrecke ich als normaler Bürger. Ich will einmal ganz normaler Bürgermeister sein. Lass mich das doch.
Ja, was machen wir jetzt? Joel. Ich finde, Simon und Rick sahen am verdächtigsten aus. Ich okay, Rick, wir einigen uns auf Rick. Ne? Ja, weil das mehrere Leute schon gesagt haben. Ja, ich habe nur gesagt, dass einfach nicht. Ich sich für die Partnerbörse bewerben. Ja, ich wäre auch bei Rick. Das war so ja, aber Rick schon wieder, dass es ein bisschen das ich kann nicht, da kann ich es schwer einschätzen. Oh, Steven ist auf unserer Seite. Lass uns einfach Rick jetzt rausregeln. Ja, okay, ich würde Steven zählen. Okay, okay, wir haben jetzt Rick vorgeschlagen. Wen haben wir noch? Simon. Nasty. Nasty. Jetzt kannst du dich alle Leute vor. Nee, das waren die zwei, wo es am unehrlichsten rüberkam. Sagt der Wolf. Piu, piu. Ich war sehr ehrlich. Ich habe mein Herz ausgeschüttet, um meine Augen lesen können. Okay, dann haben wir drei Kandidaten, die Fabian einfach bestimmt hat. Ich war schon den nächsten Kandidat für die Runde. Okay, wer ist für Nasty? Niemand. Niemand. Wer ist für Rick? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wer ist für Simon? 1, 2, 3, 4. Damit tut es mir leid. Darf ich auf dem Scheiterhaufen noch was sagen? Ich habe nicht für dich gestimmt. Nein. Die Hexe hat dich gerettet. Oh! Das war jetzt natürlich blöd, damit wir... Was damit, kann das bedeuten? Vielleicht hat er gelogen, natürlich. Wir haben jetzt Informationen über einen Spieler. Ja, finde ich ganz gut. Aber wir haben natürlich jetzt Informationen über einen Spieler, der eventuell eine gute Seele ist. Egal. Na gut. Was war Rick denn? War er vielleicht wirklich die Hexe oder war er vielleicht jemand anders? Vielleicht stimmt das ja auch alles nicht. Er war Nein, du hast es der nee. Böse. Ja. Ja. Ah, die Hexe hat ihn wusste deswegen, ja. wer sterben sollte. Genau. Ja. Aber deswegen wusste er natürlich auch, wer eine gute Person ist. Ja. Das wissen wir jetzt alle. Dann bleiben ja nur noch Joel und Fabian. Ne? Ja. Weil ich ehrlich gesagt habe, was ich dachte anhand der Rottöne. Empirisch bewiesen. Ne? Gut, und dadurch schläft das Dorf jetzt erstmal wieder ein. War sehr, sehr anstrengend, die Bürgermeister war. Was ihr gemacht habt, war auch was auch immer das eben war. Scheiterhaufenwahl. Und erstmal erwachen. Die Werwölfe. Und sie zeigen auf eine Person, die sie loswerden wollen. Haben sie getan und schlafen wieder ein. Mummen sich in ihre Höhle. Egal. Nächstes erwacht die Hexe. Leider niemanden mehr retten. Kann aber vielleicht noch jemanden töten. Ich überlegt sehr lange, ob sie noch jemanden töten möchte und schläft jetzt wieder ein. Träumt von leckeren Hexentränken. Und der Seher erwacht und kann auf eine Person zeigen. Und der Seher schläft wieder ein und das ganze Dorf erwacht. So. Ach nö, jetzt komm! Ja, war das? Willst du dich setzen? Ja, ja, ist ja gut. Ihr seid alle. Ja, das. Ich hol mir jetzt ein Bier. Ja. Scheiße, ja. Warte, zieh mich bitte weg. Auch mein Lieben da, zieh mich beide weg. Ihr wart verliebt. Aber ich nehme noch jemanden mit. Gregor, wer soll denn der Bürgermeister werden? Gregor, wer soll denn Bürgermeister werden? Oh, schon wieder raus. Joel. Darf ich einen Vorschlag machen? Tötet den Bürgermeister. Was ja. Es gibt nur drei dann. Oder? Es lichtet sich wieder und jetzt erfahren wir mal, was die drei waren. Wir machen mal so. Simon, Gregor, Flo. In der Reihenfolge. Gut. Simon, Flo. Gut. Gregor, auch. Alle drei.
Wir wurden wieder getötet. Was soll ich denn machen? Alle drei waren gut. Ja, irgendwie läuft's heute bei den Dorfbewohnern, ne? Habe ich schon wieder verloren jetzt? Nee. Noch nicht. Noch nicht? Noch habt ihr nicht verloren, aber es könnte bald soweit sein. Ja, kommen wir zur Wahl. Steven? Vielleicht? Nee, Fabian. Okay. Weil? Okay. Wegen den Anschuldigungen vorher. Ich fand, das macht jetzt alles auf einmal Sinn in meinem Kopf, warum auch immer. Zur Bereich. Oh, stand. Kannst du das auch noch von dir erläutern? Wie bitte? Kannst du das erläutern vielleicht? Mir macht die Stille Angst. Aber wir kriegen bestimmt eine Mehrheit trotzdem mit Steven zusammen, ne? Aber also ich bin sowieso, also es klingt jetzt wieder verdächtig mir gegenüber, aber ich bin sowieso für irgendwie einen aus eurer Ecke, weil ihr auch neu seid und ich habe immer diese Theorie, dass es einfacher ist, geradeaus zu zeigen, anstatt so zu machen. Das ist ja. Das ist ja besonders anspruchsvoll, so zu machen. Oder naja, aber wenn ihr zum Beispiel da zusammensitzt, ist es halt einfacher, in die Ecke zu zeigen, anstatt irgendwo so zu machen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Genau. Mhm. Auch wenn ich euch damit verdächtige. Da knutscht schon ein Werwolf. Gehen wir zu den Gangen. Ja. Hm. Anna, bist du's? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann haben wir es ja geklärt. Dir traue ich nicht. Ja, ich würde auch. Du wolltest direkt den neu ernannten Bürgermeister, sowas ist besonders gemein. Ja, wir haben immer Pech mit unseren Bürgermeistern gehabt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also, Gregor war kein Wolf. Gregor war gut, ja. Ja, okay. Gut, ja. Steven steht zur Wahl. Das Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wer steht noch zur Wahl? Noch jemand? Den also ich hätte jemanden nominiert. Wen denn? Sag doch mal. Fabian. Okay. Dann machen wir jetzt Steven gegen Fabian. Ja, ja, ich würde jemanden anderen nominieren. Ich bin gerade recht ratlos. Ich glaube, das ist schon okay, Fabian, dass du jetzt... Ja, also ich glaube, das war schon recht eindeutig, oder? Okay, wer ist denn Herz. Für Fabian? Ja, das Herz der Karten. Oh ja, hier, hallo. Einer. So, für Fabian? Fabian? Okay, zwei. Und wer ist für Steven? Ja, Steven... Okay. Muss mich wer... Nein, geh einfach. Wir wollen dich nicht mehr sehen. Kannst du jetzt, die Runde ist auch gleich komplett vorbei. Du kannst auch schon nach Hause fahren. Komplett. Okay, du musst in die Richtung. Sorry. Ja, was war denn jetzt Steven, ne? Große Frage. Auch ein guter, leider. Ja, ich sage, schlafen wir nochmal ein, oder? Ja, aber ich denke, wir schlafen nochmal ein. Und die Werwölfe wachen auf und zeigen auf eine Person, die töten wollen. Haben die Werwölfe getan und sie schlafen wieder ein. Und die Hexe erwacht und könnte noch jemanden töten. Hat schon jemanden gerettet, glaube ich. Ja, die Hexe nickt. Und der Seher erwacht noch einmal und könnte noch auf eine Person zeigen. Und das ganze Dorf wacht wieder auf. Ja. Okay. Ja, Mann. Tut mir leid. So, es lichtet sich ein bisschen. Und nun gucken wir mal, was Nasti war und dann was Fabian war. Nasti war gut. Und Fabian, auch ein böser Wolf. Ja. Ja. Jetzt sitzen wir hier, ne? Was machen wir jetzt? Ray? Ich bin Bürgermeister und der letzte männliche Spieler. Das finde ich... Würde ich gerne noch weiterspielen. Und ich bin auch kein Wolf, natürlich.
Du sollst natürlich auch, das Dorf musst du natürlich auch weiter erhalten. Ja. Ne? Das muss ja irgendwie eine neue Population. Genau. Mit wem denn? Ja, wenn, dann Klimasland intern. Egal, ich will gar nicht, ich bin nicht einmischen. Ihr dürft entscheiden. Ich weiß nicht, ich finde, wir sollten jetzt mehr Sitz setzen, deswegen. Okay. Ja. Ja? Aber er ist Bürgermeister. Ja, danach ist einer von uns Bürgermeister. Ja, ich bin dann für Anna, ja. Klimasland ist das auch wieder Assi dann, ne, von mir. Okay, jetzt musst du dich entscheiden. Jahrelange Freundschaft mit Joel oder Frauenpower? Die Entscheidung liegt bei dir. Bist du? Wer ist für Joel? Ich hab mich noch nicht entschieden. Ach so, wir machen es noch ein bisschen langsamer. Ja gut. Das ist spannend, ne? Aber ich glaube, dass du es bist, leider. Deswegen Bürger? Joel. Wer ist für Joel? So, ja. Tut mir leid. Ja, wem soll ich denn jetzt geben, wenn ich ihn gar keinen geben will? Du kannst ihm den Tod nehmen. Okay. Auch. Und jetzt gucken wir mal, was Joel war. Da ist das Dorf. Ja. Endlich gewinnt man das Dorf hier. Mann. Ja, komm auch zurück. Hast du sie? Ja, schade. Der Trunkenbold jetzt mal geworden. Ich hab geworden. Du wärst auch nur normaler Dörfler geworden. Das habt ihr fantastisch gemacht. Aber es ist ganz spannend, wenn man nicht weiß, ob man vielleicht der Wolf ist. Genau, er ist eine witzige Karte. Aber bis jetzt noch nicht so richtig zu nennen geworden. Nächstes Mal wieder dabei. Ich glaube, das war eigentlich schon, oder? Wie spät haben wir es denn? Eine Runde können wir noch? Habt ihr noch Bock? Klar, Mann. Dann brauche ich einmal alle Karten zurück. Wenn ihr noch Bock habt, wenn einer sagt, er will nach Hause. Weiß ich dich ja gar nicht. Du bist ja wiedergekommen auch, Steven. Ist ja gut. Du bist ja doch wiedergekommen. Hierher. Ich dachte, du wärst so, wirklich nach Hause. Ja, doch. Ja, klar. Hat jeder noch ein Glas? Hat jeder noch? Hier ist noch eine Karte. Hier ist noch eine Karte. Oh, ich habe auch noch eine. Kannst du bitte einmal... Dankeschön. Ja, mach ich mir gleich. Jetzt können wir noch da abstimmen einmal, wer der beste Spieler dieser Runde war. Und das seht ihr jetzt hier am Rand. Und währenddessen zähle ich mal eben die Karten durch. 1, 2, 3. Wir müssen ja wieder 11 was haben. Was sehen die aus mittlerweile? Wer war denn jetzt ohne Armor? 7, 8, 9, 10 Karten. Gut, eine Karte fehlt noch. Ich wollte euch das ja wieder. Könnt ihr noch einmal alle hinter euch gucken, ob noch irgendwo eine Karte liegt? Das war wirklich, ja. Und wir gehen in die Werbung erstmal und dann gucken wir mal, ob ich die Karte finde. Und sonst spielen wir halt ohne die Karte. Ja, wir haben noch etwas Karten. Bis gleich. Zurück bei Werwolf. Bei den wir spielen noch eine letzte Runde, bevor es in echt auch schlafen geht. In unserem schönen Wohnwagen. Ich hoffe, Lars ist schon da. Ich schlafe mit Lars im Wohnwagen. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Wir gucken jetzt erstmal, wer eben bester Spieler geworden ist. Simon, nein. Ich habe tatsächlich ein paar entdeckt. Das stimmt. Wo ist denn der Helm? Scheiße, feiert mich doch ein einziges. Da will er sich jetzt schon vorher einschleimen, eben noch ein böser Wolf gewesen, das ist aber ein Helm. Sehr nett. Dafür töte ich dich ein zweites. So, es geht los wieder hier, es werden die Karten verteilt. Die werden immer rapunierter. Ich weiß nicht, warum man sich freut, den Helm zu staubig schon auf. Es ist einfach staubig. Hier genug schon? Nee, noch eine mehr. Und das ist die Karte, die wir nachher austauschen, hoffentlich mal gegen eine echte. Der ist Corona sein, so die langweiligste Karte. Vorher war Simon der Trunkenbold, der ist leider vorher gestorben, bevor wir die Karte austauschen konnten. Simon der Trunkenbold. Macht seinen Namen alle ehrlich. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los und schlafen wieder ein. Wer ist so? Wir sind doch sehr müde. War ein langer Tag.
Dorf hat Bock auf Pennen. Und als erstes wacht bitte der Trunkenbold auf. Schaut mich einmal an, prostet mir zu, kriegt seine Karte dann nach 2 Runden seine richtige Rolle. Als der Trunkenbold schläft wieder ein, als zweites wacht Amor auf. Möchte 2 Leute verbinden. Der Werwolf hat wieder nicht aufgepasst, muss erstmal sein Fell richten und rennt einmal schnell rum. Nein! Ach Gott, der Werwolf hat wieder was falsch gemacht. Die Person, die eben angekratzt wurde, die musste. Nee, jetzt lauf nochmal ganz. Ach so Gott, jetzt haben wir alles versaut. Ach. Der Wolf hat natürlich nicht aufgepasst. Das nehmen wir zurück eben, wenn er irgendwann. So, jetzt wurden alle angekratzt, sitzen bleiben. Und die Angetickten öffnen die Augen. Jedenfalls 2 davon, weil es wurden 3 angetickt. Nicht. So. Und gucken sich einmal verliebt an. Und wissen jetzt Bescheid. Oh Gott. Na, jetzt fängt es schon wieder gut an. Ich wollte nur, dass die Richtigen sich finden, weil wenn Amor falsch liegt, ist es ja natürlich auch furchtbar. Er sucht sich die ja nicht ohne Grund aus. So, haben wir das überstanden, ne? So, jetzt wachen die Werwölfe mal ganz fix auf. Schauen sich einmal an. Wissen jetzt, wer die Werwölfe sind. Und entscheiden sich für eine Person. Die sterben soll. Die Werwölfe haben sich entschieden. Und schlafen wieder ein und die Hexe erwacht. Die Hexe erwacht. Ah ja, die Hexe hat es gehört und könnte eine Person jetzt retten, könnte eine Person noch töten und schläft wieder ein. Und der Seher erwacht und... Der Seher weiß Bescheid und das Dorf wacht wieder auf. Ich vermute irgendwie, der Trunkenbold ist Hexe. Wieso? Was? Irgendwie. Wer? Weil es so lange gedauert hat. Ja, und so genauso im gleichen Rhythmus dann gefragt hat, oh, wer will leben, wer will sterben. Tja. Habt ihr gar keine Angst vor dem großen bösen Wolf, der vor uns steht? Das ist ein großer, böser Golf. Nein. Tschüss. Ah, Method Acting. Ja, interessant. Also die Hexe hat nicht gerettet. Die Hexe hat nicht gerettet? Und dann gucken wir mal, was Duell war. Naja. Die Wölfe gewinnen. Das ging aber auch okay. Das ging aber schnell. Kann es sein, dass der Trunkenbold in der Regie sitzt? Duell war ein guter. Will ich schon mal sagen, dass Vanessa vermutlich nicht die Hexe ist. Vanessa Joel bis aufs Blut verteidigt hat bisher. Ich habe ihn gerade als Wolf gewählt in der letzten Runde. Ja gut, da war ja auch, da war die Chance 50% und es hat sich ein bisschen rauskristallisiert vielleicht. Das hat keine Relevanz für diese Runde, oder? Das ist korrekt. Ja, da die Gabe ist erzählt. Nee, aber sonst, also jetzt in der ersten Runde, wenn sie die Chance hätte, ihn zu retten, hätte sie es gemacht. Ja, aber es muss ja ein tiefes Ressentiment sein, weil die Wölfe werden ja keinen von sich selbst hier rauskegeln. Na, also muss jemand einen wirklich nicht mögen, wenn er ihn nicht rettet als Hexe in der ersten Runde.
Muss ich wieder sagen, wenn wir Zweifel haben, töten wir einfach den Bürgermeister. Der Blick ist super. Oh? Shit. Achso, so, jetzt ist der Nein, Moment, du brauchst nichts sagen. So, ich bin der Bürgermeister. Ja. Ihr kennt mich, ihr habt mich gewählt, ihr vertraut mir und lasst eure Tür auf nachts. Ja, jetzt ist jemand tot. Alles ist gut. Wir haben doch alle überlebt. Niemand Wichtiges ist gestorben. Lass uns einfach schlafen. Nein, das Dorf möchte. Also morden vorher. Entschuldigung, jemand ermorden. Ich bin immer noch rote Haare. Tut mir leid, ich bin immer noch. Aber das Thema. Ist eine Hexe. Die hat das. Ist ja, aber nicht das ist doch egal. Ach, Rutsch. Haare. Tod. Morden. Generell Haare sind also verdächtig. Ich habe mal wegen eine. Ich hab nur einer nicht angeguckt. Verdächtig. Ich habe mir den Rick angeguckt. Der war ein bisschen. Du hattest irgendwas im Blick, aber das, du könntest auch die Hexe sein zum Beispiel. Also ich will nicht sagen, du bist ein Werwolf, aber du hast eine Spezialkarte. Mehr weiß ich aber nicht. Habe ich leider nicht. Aber also wenn ich was anmerken darf, ich hatte das Gefühl, dass als die Wölfe reagiert haben, dass es von Nastys Seite aus gewackelt hat. Aha. Das wäre jetzt so, ich habe so ein dezentes Zittern hier gespürt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es von rechts kam. Also entweder Gunnar oder gar nicht auf der gleichen Bank. Ich habe hier die Decke gespürt. Naja. Nasty und Vanessa eventuell? Die Hexe von uns. Ist unbedingt der Rothaarige getötet, oder? Ja, warum ausgerechnet immer die Frau die ganze Zeit? Brauchst du noch eine für dein Verfügen? Also für dich würde natürlich sprechen, dass du für deine eigene These von dir ablenken willst, dass man immer eher so zeigt als so, was du getan hättest, indem da jemand stirbt, wenn du der Werwolf wärst. Jetzt kommen wir in ganz kranken Theorie. Okay. Ich sag's nur. Random. Das ist wieder so absurd, dass du dich auch wieder verdächtig machst. Ja, jeder, der spricht, ist automatisch verdächtig. Aber er hat das nicht Ahnung. Sagt, nicht ich. Ja, deswegen sind Fabian verdächtig. Ja, Fabian sagt, machst du gerade Jedi-Tricks oder so? Ich bin nicht verdächtig. Das ist, was Jesus sagt. Ja. Er hat ja so einen Jedi-Mann. Hier ist kein Wolf. Au. Also bist du ein Wolf. Ja, Jedi oder Wolf, es gibt nichts dazwischen. Wer war denn bisher noch gar nicht Wolf? Rein statistisch müsste diejenige oder derjenige. Aber so funktioniert ja, aber die Statistik hat bei Gregor auch nicht funktioniert. Ja, er ist aber jenseits von Logik. Ja, wenn du ihn kennen würdest, dann wüsstest du das. Hoffen und meins, ne? Dann würdest du neben einem Wolf sitzen, quasi. Ja, das kann ja gut schon. Sein. Du warst schon? Natürlich. Oh. Naja. Dein Hund hat gerade gejaut, das ist ein eindeutiges Zeichen. Na, wir brauchen langsam Anschuldigungen. Wir werden doch Simon. Denn ich hab Bock auf Tod. Hast du jetzt gerade mich genannt? Warum hast du mich genannt? Ja, ich hab dich vorhin beschuldigt. Okay, dann beschuldige ich Rick. Wie du mir sagst, Rick, Simon und Nasty. Außerdem beschuldige ich Rick und Nasty. Aber warum? Was mit Simon? Wir haben doch schon drei. Also wir haben viel zu viele hier gerade. Nee, mach dir das mit den Fingern, Alter. Nasty, man ist doch nicht die Finger. Nee. So. Wir machen das mit den Fingern jetzt. Ich hab einen Schuss vor. Das kannst du doch nicht erzählen. Wir machen 3, 2, 1, Finger! Oh Gott. Gregor zählt zweimal. Also ich sehe schon 3 auf Nasty, 4 auf Nasty. Nein. 1, 2, 3, 4, 5 auf Nasty, alles klar, Nasty stirbt. Ihr seid Tschüss, jedes Mal falsch bei mir, das wisst ihr. Aber es ist okay. Viel Spaß. Ich hab nicht auf dich gezeigt. Oh. Ich hab auch auf dich gezeigt. Hinfort mit dir. So, guck mal, was Nazi war. Eine gute. Natürlich wieder eine gute. Aber die Statistik ist auch unwahrscheinlich. Die ist sehr unwahrscheinlich. Wir hatten aber gute Wahrscheinlichkeiten immer bei Bürgermeister. Ja, ich würde auch auf mich mal zeigen. Vorschlagen, wir schlafen mal wieder ein, oder? Wir schlafen wieder ein, Dorf, kommt langsam zur Ruhe. Ich zeig mal eben die Karte, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich zeig mal eben, interessiert mich nämlich auch, die Karte. Du musst einschlafen. Guckt sie mich einfach die ganze Zeit an. Ich zeige jetzt mal die Karte, die der Trunkenbold bekommen wird. Gut, habe ich jetzt mal gezeigt in die Kamera. Ich fand das sehr, sehr witzig. So, der Trunkenbold haben wir schon. Amo haben wir auch. Dann wachen als nächstes die Werwölfe auf, die scheinbar Heuallergie haben, die Werwölfe. die Werwölfe einigen sich jetzt auf eine Person. Die Werwölfe haben sich auf eine Person geeinigt. Und
Leider nicht. Könnte mir vielleicht ein Taschentuch bekommen? Als nächstes erwacht der Seher. Oh ne, die Hexe erst. Entschuldigung. Machen wir erstmal die Hexe. Und die Hexe könnte eine Person noch retten. Und die Hexe könnte noch jemanden töten. Die Hexe steht wieder ein. Und der Seher erwacht. Und der Seher zeigt auf eine Person. Der Seher weiß Bescheid und das ganze Dorf wacht wieder auf. Und das Taschentuch ist bereit. Genau jetzt, wo die Kamera wieder auf uns ja. Und jetzt würde ich eigentlich dem Trunkenbold diese Karte geben, aber der Trunkenbold ist leider schon gestorben. Sag ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ich sage einfach mal, das Trunkenbold. Das ist das Risiko des Trunkenboldes. Dann ist es nicht so wichtig. Das ist vielleicht interessant für euch. Wir haben noch nicht den Trunkenbold-Effekt gesehen, jetzt leider. Ja. Aber wenn jetzt der Trunkenbold ein Werwolf war, wurde er dann trotzdem vorhin als unschuldig angezeigt? Ja. Das weiß man nicht. Gibt's da keine Regel für. Doch, wurde er, weil vorher wusste man ja nicht, was unter der Karte war. Das hat Gunnar gerade erst gezeigt. Okay, also. Könnte sein, dass nur zwei Werwölfe übrig sind oder. Seid ihr junger Padawan? Drei, man weiß nicht. Aber ich finde, wir sollten so agieren, als Yoga wir normaler Bürger gewesen. Yoga-Padawan. Das wäre mir ja Wahnsinn. Kein Yoga. Yoga? Ja. Aber es ist natürlich schwierig, weil wenn jetzt Nasti doch ein Werwolf war, ich hätte dann ansonsten sofort jetzt Gregor beschuldigt, weil du diese völlig hanebüchene Theorie eben hattest und dann war sie jetzt... Dude, sie hat gewackelt, da kann ich nichts dafür, während das mit dem Werwolfzeug hier passiert ist. Da muss sie wissen, dass sie dabei inne sich aber hält. Nasti hat schon so reagiert, als ob sie es nicht wäre, aber sie wusste es noch nicht, was sie da die, ist. Die Theoretisch, Karte liegt hier noch. War, die Trunkenbold-Karte liegt hier noch, die hätte, er hätte es nicht gewusst. Okay, sie. Aber vielleicht schlummert es in ihr und sie hat es schon gemerkt. Ja. Sich langsam Bahn bricht. Ich habe noch zwei Theorien. Die eine ist, als du vorhin zu den Werwölfen gesprochen hast, klang es so, als würdest du in meine Richtung gucken, also hierher, in die Richtung. Ich hatte das Gefühl quasi, es würden hier Werwölfe sitzen. Sag's doch einfach, ja, Gregor. Dann bist du's. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, ich finde immer, stille Leute finde ich immer sehr verdächtig. Also du. Genau, ich. Deswegen rede ich ja auch gerade so viel. Übrigens ist auch verdächtig, wer redet, also ist egal. Ja, was dann? Also ich bin immer noch dafür, dass wir mal den Bürgermeister hinrichten. Die stillen Reden. Was ist das für ein scheiß Dorf hier, dass da einfach Menschen nachts sterben? Ich wollte das nur ganz kurz in den Raum werfen, ein bisschen Diskussionsstoff. Ja, die Rede kommt auch wahrscheinlich vom Bürgermeister. Habt ihr das gemerkt? Ja, ihr habt alle unterschrieben. Jeder da, du kriegst ein Haus, muss nur, jede Nacht stirbt einer. Der Passus kannst du. Und tagsüber auch. Und tagsüber auch. Wir richten gerne Leute hin, kann jeden treffen. Ja, aber jetzt nicht schon Leute, also. Ja, ich habe gemerkt, keiner ist gestorben, ne? Habt ihr schon gemerkt, ne? Wahrscheinlich. Dass die Hexe gerettet wurde. Die Hexe hat jemanden gerettet, sonst wäre der. Haben wir ihm nicht erzählt, aber sonst wäre er gekommen. Also kann aber der Trunkenbold nicht die Hexe gewesen sein, als Beispiel, weil die Hexe lebt ja offensichtlich noch. Korrekt. Danke übrigens an die Hexe an der Stelle. Also wahrscheinlich dann dich. Also glaubst du, dass du gerettet wurdest? Ich wurde sicher im Laufe der Runden schon mal gerettet, ja. Ich habe das im Gefühl. Ich wette nicht. Doch, so ganz am Anfang, zum dritten Mal, wollte mich keiner rauskicken, deswegen wurde ich einmal gerettet. Oder so. Ja. Ja, Fabian ist ja sowieso eher. Lässt sich jetzt nur schon beeinflussen, weil er in jeder Runde immer irgendwann bei mir dann landet und mir das in die Schuhe schieben will. Hatte ich nicht beim letzten Mal recht. Aber guck mal, Vanessa hat zum Beispiel noch gar nichts gesagt in der ganzen Runde jetzt. Stimmt, möchtest du was sagen? Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß genauso wenig, wer es ist wie ihr. Ja, darum geht's ja nicht. Ich weiß auch nicht, wer es ist. Ja, wenn ich den Bürgermeister hier nicht rausschmeißen. Ich will einfach nur, dass ich Bürgermeister werde. Komm, ich will jetzt Simon einmal bis zum Schluss Bürgermeister ehrenhalber. Nur damit diese Beschuldigungen aufhören. Er ist jetzt Bürgermeister, so. Bringt ihn um. Ja, Bürgermeister. So, als Bürgermeister beschuldige ich Simon. Du musst nur entscheiden am Ende. Ja, aber beschuldigen darf ich trotzdem jeden, wen ich will. Fabian oder Gregor, denn es muss ja jemand von dieser Seite sein. Muss nicht, ich habe gesagt, also ich meine nur. Du hast gesagt 100%. Als die Wölfe angesprochen haben, ohne Scheiß, ich bin's nicht, dann ist es Gregor. Ich bin's auch nicht. Dann, wer argumentiert dann die ganze Zeit, wenn du es auf keinen Fall bist, Fabian? Ja, also dann ist einer von euch beiden auf jeden Fall. Also der gesagt hat, dass es einer von der Ecke ist, der gesagt hat, kein Scheiß, ich bin's nicht. Kein, das oder Gregor, der es schon fünfmal war. Ich war's nicht fünfmal, letztes Mal war ich nicht. Und heute auch nicht. Heute?
Also diesmal. Also diesmal. Ja, wir machen einen neuen Tag. Ja, wir bräuchten langsam mal. Auf jeden Fall hat sich die Seite schon selber so ins Abseits manövriert. Was heißt das? Nur weil du sagst, dass wir im Abseits sind, müssen wir das nicht sein. Ich glaube, wir sind uns einig. Ja. Nein. Ja, ihr euch nicht, das also merkt ich möchte mal ja. sagen, ich war in jeder Runde bisher eine andere Rolle und ich war in der letzten Runde der Wolf. Das stimmt, das haben wir ja alle Aussage, gemerkt. Also diese Mathematikgeschichte haben wir doch aber hinter uns gelassen. Ja, wir gemerkt, die führt zu nichts. Entweder können wir nicht rechnen oder es funktioniert einfach nicht. Spätestens seit der Rotwein da ist, ist es vorbei. Ja, seitdem der Trunkenbold in dieser Runde sitzt. Ja, was machen wir jetzt? Ich nominiere Fabian. Ich bin auch Gregor. Hat jetzt wirklich meine ich nominiere Fabian auch. Okay. So. Ja, siehst du, die kleine Gesten haben große Auswirkungen. Was zeigen? Sagst, ja. Zeigen, achso, zeigen. Zeigen ist blöd, ne? Ja, zeigen machen. Zeigen ist komisch. Ja, also sagt ihr Gregor oder Fabian, oder was? Was mit Steven? Das ist gar keine Option mehr? Ja, keine Option. Einmal drei Leute. Es kommt immerhin, es kommt, ich habe gesagt, es kommt in die Richtung, also müsste okay, ich... Okay, dann machen wir die drei. Mit wem fangen wir an? So. Mit Gregor. Entschuldigung, guck. Gregor, wer ist für Gregor? Drei Leute. Wer ist für Fabian? Auch drei Leute. Hast du gerade die Hand gehoben? Vier Leute. Wer ist die vierte? Ja, Steven ist egal. Ich hoffe, Steven. Ja, du bist zu wenig, keine mehr. Du bist der Einzige. Fabian. Nee, wer fährt jetzt? Fabian. Fabian, ja. Fabian 4, Gregor 3. Tut mir leid, Fabian, du musst leider gehen. Naja. Er hat heute kein Foto. Ja. Was, wenn ich total jetzt falsch schlage? Jetzt sind die Leute schon rausapplaudiert. Ja, schön, und dass du Fabian gut oder böse war, das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Shit. Du hast echt gut argumentiert, ey, wirklich. Hm? Hast du, gerade hast du mit dem Blick vor deinem Ohr, ja? So, oh. Das habe ich gesehen. Dieses böse, das böse Blinzeln im Auge. Das Problem und ist, dass ich gerade... Sagen? Die Einschläge kommen näher, Gregor. Ja. Ich zweifle gerade wirklich an mir selbst, weil ich habe das wirklich... So gehört, okay, von ja, sehr viele Schallwellen kommen von hier. Ja. Jetzt willst du nochmal zurückdrehen, oder was? Jetzt willst du dich rauswieseln. Das willst du mir morgen früh auch noch. Das ist Angst, dass du der Nächste bist. Ich würde erstmal sagen, das Dorf schläft ein und wir diskutieren das nach dieser Sterberunde. Die Lichter gehen aus, das Dorf schläft und die Werwölfe wachen auf. Und die Werwölfe zeigen auf eine Person, die stirbt. Haben sie getan. Die Werwölfe schlafen wieder ein. Und die Hexe wacht auf und könnte noch jemanden töten. Hexe schläft wieder ein. Und der Seher wacht auf. Der Seher zeigt auf eine Person. Der schläft wieder ein. Das Dorf wacht auf und der Werwolf kann sich schon mal auf den Weg machen. Denn er hat viel zu tun. Willst du mich viel zu tun? Ich wette, ich flieg raus. Okay. Ja, geh mal weiter zu den wichtigen Leuten. Moment, du musst mich ziehen. Piu, 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 piu. Piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Der Werwolf hat aber noch Hunger. Der läuft weiter! Alter, das hört ja nicht auf. Ich wette. Scherbe. Jetzt stirbt noch eine Person. Nein! So. Muss ich noch jemanden zum Bürgermeister nennen? Ja. Magst du bitte mich geben? Gerne wieder. Na. Du bist deinem besten Feind. Was ist das für ein neumodischer Kram, eine Frau als Bürgermeister? So, und wir gucken uns jetzt in der Reihenfolge die Leute an. Wir gucken als erstes für Gregor. Vanessa. Dann für Vanessa, okay. Oh, nice. Und für Rick. Gut, böse, gut. Noch zwei. Vanessa war böse. Aber vielleicht auch nur noch einer, der ihn trunken wollte. Der Jäger Gregor hat alles richtig gemacht. Ausnahmsweise mal. Ja, er hat als erstes einen Wolf erwischt.
Und jetzt können wir ganz kurz die Möglichkeiten durchgehen, weil wir sind jetzt nur noch zu viert. Wir haben entweder ein oder zwei. Korrekt. Was heißt, was passiert in der nächsten Runde auf jeden Fall, wenn wir jetzt schlafen? Weil ich kann soweit nicht denken. Also wenn wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit, wir können jetzt ja erstmal noch einen rauswählen. Das heißt, wir können jetzt gewinnen als Dörfler. Okay. Okay. Aber wenn du ein Werwolf wärst, dann hättest du jetzt auch sagen können, wir würden dann gewinnen. Hätte ich natürlich auch gesagt. So ehrlich bin ich. Aber schau mich an. Würden diese ins Gesicht gezogene Kapuze lügen. So, nämlich. Würden diese Augen, die sie nicht sehen. Ah, shit. Ja. Anna, warum sollen wir dich nicht nominieren? Ja. Ich bin der Bürgermeister, komm. Das ist, kein, das ist eher das ist, also auf jeden als Fall eine Ausrede mittlerweile. Aber hey, ich habe dich auch nicht getötet als Bürgermeister. Auch das ist okay, aber keine. Sag doch mal was. Hast du mal irgendwann einen Werwolf beschuldigt? Oder gibt es einen Grund? Hey, ich habe die letzte Runde für uns gewonnen. Die letzte Runde ist lange vorbei. Ja, schon lange vorbei. Das zählt nicht mehr. War immer voll gut. Es reicht mir nicht. Also ich habe auch ein schlechtes Gefühl bei Anna. Du hast deine Bank da in Verruf gebracht. Die sind jetzt alle tot, ne? Und die waren alle gut. Ja. Das spricht nicht für dich. Ich weiß, ich fühle mich auch nicht so gut. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass, naja. Ja. Das ist schwierig, wie spielt man das jetzt? Naja, wir brauchen eine Mehrheit. Also, es ist aber auch schwer, weil wir haben zwei Rocket Beans und zwei Space Frogs, also auf die Art geht's auch nicht. Wir haben aber eine Frau und drei und Männer. Und I just state some facts. Ich weiß, ich finde das auch furchtbar. Ihr könnt die ganze Zeit Playstation spielen. Ohne dass jemand weg hat. Ich muss gegen jede Frau. Das ist ja wundervoll. Okay. Schwache Geschlecht, ja, toll. Also ich bin auf Simons Seite. Was mit dir? Alles klar, Freundchen, solange du nicht nominiert bist, bist du auf jeden Fall für den Erstbesten. Das ging aber schnell bei Steven. Ja, ja. Das ging schnell. Weiß ich nicht, das war, ja. Das ist Gott. So sehr dieser Ausweg, jeder außer mir. Das ist wahr. Weil du dich retten wolltest, ne? Ich wollte nicht den Bürgermeister fluchen. Das ist stimmt für dich. Ja. Und was ist passiert? Wer hat sie jetzt, ne? Es war eine gute die beste Entscheidung, die Kappe abzugeben. Kann ich sie an Simon geben? Nein. Ihr könnt auch mich, ja, aber dann kriegt ihr wieder nur einen Zivilisten, dann habt ihr verloren. Wenn ihr mich rauswählt als Zivilist, habt ihr verloren, weil die Wölfe dann überzahlt sind. It's over. Die Frage ist halt wirklich, sind es eins oder zwei? Ja, das ist die große Frage. Eins, zwei oder eins. Dann nehmen wir Anna. Ja. Raus mit den Frauen, sorry. Ja, warum nicht? Why not? Ja. Fuck it. Wer ist das Einzige, wofür ich bekannt bin. Anna? Ja, wer ist für Anna? Achso. Alle drei? Okay. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich diesen Mord mehr oder weniger impliziert habe. Wie jeden Frauenmord in diesem Dorf. Ich möchte bitten, leider zu gehen. Aber achte jetzt auf den tollen Screen. Achten Sie auf den Screen. Muss noch jemand bestimmen, Anna. Achten Sie auf den Screen. Ach, ganz sicher. Muss noch jemand bestimmen? Wir verdinken die Krone. Den Helmich. Aber der Screen wird uns etwas anderes verraten. Wir gucken mal eben. Au! Yes! Und tatsächlich. Weißt wir nur ein? Wir hatten einen, der immer geblieben ist. Ich dachte erst am Anfang, ich wäre alleine, weil ich sie nicht gesehen habe. Ja. Und die Wölfe haben tatsächlich in der ersten Runde den Truppenbold herausgevotet. Was? Den ich habe selber eliminiert. Und sich selbst damit eliminiert. Wie weise von mir, dass ich ihn nicht gerettet habe. Ich war der König der Hexer. Das war sehr interessant, weil Joel war halt, wäre ein Werwolf geworden. Und ich hatte gerade voll das Problem, ich wusste nicht, wie ich es spielen sollte, weil ich wusste, ich bin sehr... Ich wusste, dass du gut bist, dass du gut bist und dass Anna schlecht ist. Ja, meine, ist ganz und deswegen wusste ich nicht genau, wie, also soll ich jetzt sagen, dass ich der Seher bin? Glaubt ihr mir das so? Als wir scheiße. Gewählt haben, wir haben auf Steven gezeigt. Ich habe gehört, dass jemand sagt, er ist der Seher. Ich sollte raus. Als Gregor rausgefallen ist, haben wir auf Steven gezeigt. Ihr habt doch Gregor gezeigt. Nein. Was? Naja. Die kann ich auch wiederholen und Gottes beweisen. Instant Replay. Wäre auch nett. Dann hätte er mich ja nicht mit rausgenommen, wenn es nicht Gregor gewesen wäre. Ja. Das habe ich eigentlich Leute nicht falsch gemacht. Warte so nah an. Nee, wir waren ja eigentlich so weit. Aber wahrscheinlich so ein und so ein ist schwierig. Ja? Das schaue ich mir doch mal im Instant Replay an. Na gut, aber kommt doch mal alle zurück. Das war's nämlich jetzt. Und die Verliebten haben auch noch überlebt. Wer war denn verliebt? Simon und ich. Ach du Scheiße, das war ja diese Runde, habe ich ganz vergessen. Ja. Deswegen musste ich Rick dann. Ich musste dich leider erledigen, weil du so vehement so gegen Simon warst. Ich war die dritte, die eine Stunde. Ich finde, das hätte dich ja auch. Das hätte mich auch nicht gestürzt. Wenn die Hexe verliebt ist, dann ist scheiße für denjenigen.
Das war schön. Wer fehlt aber denn jetzt noch hier? Aber ich habe auch echt schlecht gelogen. Aber es tut mir sehr leid. Ich habe echt schlecht gelogen. Wir wollen natürlich sagen, jetzt auch noch mal ganz schnell, wer der beste Spieler dieser Runde war. Jo, danke schön. Zeigen wir hier noch mal hier. Aber hey, ich bin nur einmal gestorben. Ach so, dieser Runde. Der darf aber, nee, nicht insgesamt, Raid insgesamt, nein. Nur dieser Runde. Dieser Runde. Gibt es noch eine Runde? Nee, das war es jetzt leider schon. Für mich bist du der beste Spieler gewesen, Gunnar. Der Sieger, du hast das toll gemacht. Du hast das schön gemacht. Ja, nächstes Mal machen wir wieder Uke. Jetzt sind auch witzige Geschichten immer, ne? Ja, nächstes Mal wieder Uke. Der konnte leider nicht. Ich weiß sogar, gibt es doch wirklich noch keinen anderen neuen Termin. Aber ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Immer herzlich eingeladen. Ihr kommt wahrscheinlich nicht wieder. Nie mehr. Aber ja, von wo weit kommt ihr weg? Berlin. Das ist, gar nicht so weit weg. Ja, wenn wir mal irgendwie dringend Spieler brauchen. Ja, ganz dringend. Dann rufen wir euch an. 5 Minuten vorher rufen wir an. Okay, ja. Wir melden uns bei euch. Hat euch Spaß gemacht? Solange der Helikopter kommt, wird's nicht. Habt ihr zum ersten Mal gespielt? Hm. Ich bin halt nicht gut im Lügen, deswegen. Ich finde es hervorragend, Menschen einzuschulden. Da wird sie sterben. Arsch. Ja, das ist. So, wir gucken mal eben das Voting an. Wer ist bester Spieler geworden? Das war natürlich. Ja. Hallo. Zweimal heute, also MVP auch insgesamt. Ja, das war es leider schon für heute. Morgen geht es weiter mit Moin Moin, mit Andreas und mir. Da basteln wir was Schönes. Wir wollen, glaube ich, ein. Du auch? Ja. Gott, zu dritt? Wir wollen eine Hundehütte bauen, bei euch in der Werkstatt. Geht das nicht? In der Werkstatt? Geht das nicht? Doch. Wir sammeln uns irgendwo Holz. Das hat mir aber niemand gesagt. Das habe ich mir auch ausgedacht. Ich dachte, wir sitzen und reden. Nee, wir alle. Wir bauen eine Hütte. Ja, und dann wünschen wir uns allen eine schöne Nacht im Klimansland. Das Dorf geht jetzt schlafen. Tschüss. Tschüss. Und danke an die Strauß.